Ja, mein Name ist Robert Bloniatz. Ich komme von der Firma BV Content. Ich habe gerade schon mitbekommen, Sie kennen mich wahrscheinlich vom alten Arbeitgeber her. Mache im Prinzip circa die letzten 6 Jahre ausschließlich Microsoft SharePoint, wo ich sozusagen ja in den unterschiedlichen Produkten unterschiedliche Lösungen realisiere. Was ich genau dort mache und ja, wie ich da hingekommen bin eigentlich, schauen wir uns auch mal auf die nächsten paar kleinen Folien nochmal an. Vom Ablauf her ist es ja so, dass wir uns heute primär das Thema SharePoint 2013 anschauen. Das heißt, welche Möglichkeiten haben wir mit SharePoint 2013? Ja, was muss man beachten? Ich habe ja schon mitbekommen, dass das Ganze eine relativ technische Veranstaltung ist. Also ich selber komme auch aus der Technik, bin also sehr erfreut darüber. Und deswegen würde ich sagen, wäre es vermutlich ganz sinnvoll, wenn wir das Ganze so auch eine kleine Vorstellungsrunde einfach mal machen. Was für eine Erwartung haben Sie? Ja, von was möchten Sie jetzt, oder was haben Sie erwartet, als Sie jetzt gelesen haben, heute kommt SharePoint 2013, wird vorgestellt. Was möchten Sie sehen? Gibt es da bestimmte Anforderungen, beispielsweise Migration? Wie migriere ich vom Alten zum Neuen? Was muss ich beachten? Wir haben sozusagen das ganze Portfolio, also die klassischen ja, Top-Features, mit denen Microsoft auch wirbt, aber natürlich auch die kleinen Funktionalitäten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Die können wir aber auch zeigen. Wir haben sowohl mehrere Demo-Umgebungen, in denen wir alles einmal durchspielen können und auch Ihnen live zeigen kann, wie Sie da zukünftig rangehen können und ja, das abdecken können. Mein Kollege Nils Naumburger, mit dem ich gemeinsam ja seit fast 2 Jahren gemeinsam auch im SharePoint-Bereich tätig bin, unterstützt mich sozusagen dabei und hat sozusagen jetzt im SharePoint 2013 bei uns die Kappe auf und hat sich da in diesem Bereich ja sehr, sehr tief eingearbeitet. Sprich, kennt sozusagen die ganzen Bits und Bytes, was ist anders, was hat sich verändert in den Microsoft-Versionen vom Alten zum Neuen. Ja, freuen würde es mich, wenn wir eine kleine Vorstellungsrunde mal machen könnten. Ja, zum einen vom Ablauf her ist es so, dass wir uns am Anfang ganz kurz, was ist SharePoint? Das will ich jetzt aber nicht zu tief reingehen, weil ich eher das nur so möchte, dass wir alle ungefähr den gleichen ja, Sprachgebrauch haben und einfach nur wissen, okay, um was geht es jetzt in diesem Thema? Wie funktioniert das Ganze? Was ist eigentlich Microsoft SharePoint? Und danach gehen wir dann schon auch rüber in die Änderung. Was hat sich geändert vom alten SharePoint zum neuen SharePoint? Vor allen Dingen, was sind die Funktionalitäten, mit denen Microsoft wirbt? Microsoft selber hat ein riesen Portfolio, wo sie sagen, Mensch, wir haben jetzt hier 100 neue Funktionalitäten im SharePoint. Wir können jetzt jede Funktionalität ist nochmal in sich wieder aufgeschlüsselt, wie wieder viele Unterfunktionen bietet, die wieder für Programmierer interessant sein können. Was aber, ich denke mal, jetzt hier für diesen Rahmen so ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Also, manche Programmierer, wo sie sagen, Mensch, wir können dadurch jetzt eine Lösung, jetzt brauchen wir nicht mehr 2 Wochen, um diese Lösung zu entwickeln, sondern wir brauchen nur 3 Tage. Sowas gibt es, aber es gibt natürlich auch solche Unternehmen, die sagen, Mensch, wir haben hier unsere Entwickler sitzen, die haben bisher an einem Vertragsmanagement gearbeitet, das hat 60 Manntage gedauert, das Projekt. Wenn wir es jetzt umziehen wollen, vom alten zum neuen System, ja, dauert das Ganze 160 Manntage, weil nichts mehr passt, nicht mehr am Standard gearbeitet wurde. Das kann natürlich auch passieren. Und deswegen gibt es sozusagen immer eine gute Seite und eine böse Seite, wo manche sagen, Mensch, super, SharePoint 2013, und manche sagen natürlich ein bisschen gelassener und sagen, naja, schauen wir uns erstmal an, wie sich das Ganze entwickelt. Aber da werden wir sozusagen uns die einzelnen Funktionalitäten einmal angucken, auch das Thema Social Media. Werde ich ein bisschen was zu erzählen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie immer gleich live einfach einmal kurz fragen. Die können wir gleich beantworten, darauf eingehen, können uns das Ganze aber nachher auch alle Punkte sozusagen live anschauen, die wir uns da zeigen werden. Ja, und dann werden wir sozusagen uns die Demonstration der Live-Features mal anschauen, wie funktioniert das System und anschließend die Integration des Office. Das heißt, wie tief ist das jetzt integriert, welche Funktionalitäten gibt es, die aber auch in den anderen Punkten jeweils immer wieder abgedeckt werden. Und danach noch so eine kleine Zusammenfassung, wo man einfach mal darüber diskutieren kann, so eine offene Runde, wo wir einfach mal darüber sprechen können, wo gibt es Fragen, wo gibt es Wünsche, wie sind die Herangehensweisen. Ja, was ist Microsoft SharePoint? Microsoft SharePoint ist im Grunde genommen, wir haben irgendwann mal gesagt, es ist ein weißes Blatt Papier mit einem Stift dazu. Das heißt, wenn man Microsoft SharePoint installiert, hat man erstmal eine weiße Portalseite. Ich kann über einen Internet Explorer auf eine Webseite drauf zugreifen, ähnlich wie Sie es von anderen Systemen her kennen, greifen Sie auf eine Webseite zu und dort ist erstmal nichts hinterlegt. Das heißt, Sie haben dort keine riesen Funktionen, Sie haben auch keinen riesen Nutzen am Anfang, sondern Sie sehen erstmal nur eine leere Seite. Und die können sich dann sozusagen ähnlich wie mit solchen Legosteinen zusammenbauen oder wie jetzt hier mit dem Stift sich Ihre Funktionen aufmalen. Was möchten Sie haben? Aufmalen ist nur bildlich gesprochen. Sie können natürlich dort mit bestimmten Modulen sich die Systeme zusammenklicken, konfigurieren und daraus dann sogenannte Lösungen bauen. Lösungen sind dann zum Beispiel ein Ticketsystem oder ein Störungssystem. Wenn IT-Störungen auftreten, können Sie dem Mitarbeiter ein Formular bereitstellen. Der trägt ein, mein PC geht nicht mehr, das ist seit heute Morgen und muss bis heute Abend 18 Uhr gelöst werden. Das Formular wird ausgefüllt. Im Hintergrund macht der SharePoint damit etwas mit sogenannten Workflow. Der Prozess wird dann durchlaufen und dann werden sozusagen Freigabeprozesse noch einberufen und dergleichen. Das sind aber nur ein paar kleine Funktionen, die der SharePoint kann. Eine große Funktionalität ist auch das klassische Dokumentenmanagement, das heißt Versionierung von Dokumenten, Archivierung von Dokumenten, das heißt, die in andere Systeme weggeschoben werden können, aber auch das Bereitstellen von Informationen mit bestimmten unterschiedlichen Berechtigungen und unterschiedlichen ja, Anbindungen ist darüber möglich. Das werden wir uns nachher mal live anschauen.
Wenn wir SharePoint installieren, wenn man SharePoint Grund installiert, das ist jetzt ein SharePoint 2010, dann sieht es diese übliche weiße Maske, von der ich gerade eben gesprochen habe. Das heißt, man sieht am Anfang eigentlich gar nichts. Ich habe dort nur die Möglichkeit, oder ich sehe zum einen, weiß das System automatisch, wer bin ich. Das heißt, anhand meines Active Directory Benutzers wird erkannt, okay, ich bin jetzt als Administrator angemeldet. Und daran werden mir natürlich meine Berechtigung und meine Funktion freigeschaltet im System selber. Vom Inhalt her ist es am Anfang sehr, sehr schlicht und leer. Das heißt, am Anfang hat man überhaupt keinen großen Mehrnutzen dadurch. Weil man installiert einen SharePoint und erhofft sich erstmal, weil man in irgendwelchen Präsentationen gesehen hat, das System kann Dokumentenmanagement, das kann Vertragsmanagement, ich kann damit Qualitätsmanagement aufbauen. Und nun fehlen natürlich einmal diese ganzen einzelnen Funktionen. Und das ist sozusagen das, was man dann individuell aufbaut, anhand von bestimmten Bausteinen. Im SharePoint heißen diese beispielsweise Listen und Bibliotheken. Bibliotheken, wo ich Dokumente wegspeichern kann, und Listen, wo ich halt Informationen ähnlich wie in Excel-Listen platzieren kann. Das Ganze kann ich mir dann relativ schön aufbauen. Sprich, ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel das ganze System in meinem Design reinzulegen. Das heißt, über klassische HTML, Website-Entwicklung und Design-Anpassung kann ich sozusagen sagen, ich möchte in der horizontalen Leiste einen bestimmten Bereich haben. Meinetwegen von der Demo-Seite, von der Demo-Firma jetzt für Microsoft Contoso. Welcher Mitarbeiter ist angemeldet, ist immer noch da. Ich kann sozusagen diese Module einzeln und frei platzieren, wo ich sie möchte. Und kann sozusagen meinen Inhalt frei gestalten und auch einzeln weiter aufbauen. Kann links eine eigene Navigationsleiste platzieren, kann in der Mitte einen Ankündigungsbereich platzieren, wo Neuigkeiten stehen im Unternehmen, was gibt es Neues. Kann aber auch einen kleinen Blog einbauen, wie wir es jetzt hier sehen, wo denn Neuigkeiten hinterlegt werden. Wir begrüßen ganz herzlich einen bestimmten Mitarbeiter, der zum 1.1. angefangen hat. Oder aber auch, wir haben morgen eine Serverwartung und das System steht für x Tage nicht zur Verfügung. Und ich habe oben rechts auch Möglichkeiten, Informationen zu platzieren. Ja, KPIs beispielsweise, wie geht es meinem Unternehmen und dergleichen. Das heißt, im Grunde genommen ist es sozusagen eine Portalseite, auf der Sie unterschiedliche Informationen platzieren können. Häufig genutzt als Intranet, aber wir haben auch Kunden, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen am SharePoint. Manche gehen über den Weg ran, dass sie sagen, wir möchten ein Intranet einführen, um einfach die Mitarbeiter zu informieren. Das heißt, sie möchten nicht klassisch ein schwarzes Brett irgendwo haben, die Mitarbeiter laufen dann vorbei, sondern wir möchten das Ganze digitalisiert haben auf einer Plattform. Und da habe ich dann die Möglichkeit, auf so einer Webseite sozusagen meine Informationen bereitzustellen. Die Webseite hat natürlich den Vorteil, ich kann sie von unterschiedlichen Geräten aufrufen. Ich kann von meinem mobilen Gerät drauf zugreifen, ich kann von unterwegs drauf zugreifen, je nachdem, wie das System freigeschaltet ist. Und die Inhalte natürlich dementsprechend berechtigungsmäßig anpassen und auch natürlich unterschiedliche Bereiche freischalten oder nicht freischalten. Das war, wie gesagt, die eine Herangehensweise über den Intranet-Gedanken. Andere Kunden gehen wiederum ran, die sagen, wir brauchen speziell für den Bereich ein Qualitätsmanagement eine Lösung. Und bauen dann sozusagen auf diesem Bereich SharePoint eine Lösung auf, die nennt sich Qualitätsmanagement, und die nutzen dieses System wie eigentlich eine lokale Applikation, als nur den SharePoint in dem Fall für ein Qualitätsmanagement, wo Dokumente hinterlegt werden und andere Informationen hinterlegt werden, Qualitätsmeldungen hinterlegt werden. Und das sind so die unterschiedlichen Herangehensweisen, wie man an SharePoint-Projekten rangehen kann oder wie ein SharePoint meistens in Unternehmen dann eingeführt wird. Das Ganze bewusst, wie gesagt, nur im SharePoint 2010er, Design, das Ganze werden wir jetzt aber gleich auch nochmal auf dem neuen sehen, wie das dann aussieht. Eine klassische Folie ist auch immer Web 1.0, Web 2.0. Web 1.0, ganz locker gesprochen, bedeutet ja nur, die Mitarbeiter im Unternehmen konsumieren sozusagen die Information. Wenn ich die Information konsumiert habe und ich habe mir festgestellt, dass irgendwo im Intranet-Bereich eine Ankündigung nicht stimmt, ein Dokument falsch ist, dann wende ich mich meistens an den IT-Admin und sage, Mensch, IT-Admin, da stimmt das Dokument nicht, oder tauscht mal bitte folgende Arbeitsanweisung aus, folgenden Prozess auf in unserem Portal. Der wechselt das aus und stellt das Ganze dann anschließend wieder ins System. Das Problem ist natürlich dabei, dass wir hier natürlich den kleinen armen IT-Administrator haben, der natürlich immer alles pflegen muss, warten muss, die Informationen bereitstellen muss. So startet man aber auch in jedem SharePoint-Projekt. Das heißt, wenn ein SharePoint eingeführt wird als Intranet-Lösung, ist es meistens so, dass man nicht sagt, die Mitarbeiter haben jetzt ein Portal, wo sie Informationen reinstellen können und gleich interaktiv arbeiten können, weil das scheitert meistens. Weil die Mitarbeiter gar nicht wissen, wo darf ich klicken, wo darf ich nicht klicken, wer sieht jetzt meine Ankündigung, die ich jetzt reinschreibe, oder wer sieht jetzt dieses Dokument, wenn ich das hochlade. Sieht das vielleicht gerade mein Chef, wenn ich da jetzt irgendwas hochlade und was falsch ist? Deswegen ist da die Akzeptanz am Anfang mal so ein bisschen sehr, sehr schwierig. Und deswegen macht man es meistens so, dass man erstmal über diesen Web 1.0 Gedanken geht und sagt, an der Stelle, wir machen das Ganze über den Weg, nur die Information konsumieren. Ja, und Web 2.0, ganz salopp gesprochen, die Mitarbeiter arbeiten interaktiv, das heißt, sie rufen Informationen ab, beispielsweise eine aktuelle Präsentationsvorlage vom System, schauen sie diese Präsentationsvorlage an, ändern, machen Anpassungen an der Präsentationsvorlage und anschließend laden sie es wieder hoch, ohne jetzt sozusagen über den Weg vom IT-Administrator. Das sind sozusagen die Herangehensweise, das sind dieses Web 1.0, Web 2.0, wie wir es im SharePoint so ein bisschen
umgesetzt haben oder wie man es verstehen kann im SharePoint-Bereich. Das Schöne ist am SharePoint-Bereich, es ist halt auch kein, oder Microsoft SharePoint ist halt keine Lösung oder keine Software für eine bestimmte Branche oder auch kein Stück Software für eine bestimmte Abteilung. Also wie klassische, ja, fertige Bilddatenbankensysteme, kann ich mir, sondern ich kann mir dort im SharePoint unterschiedlichste Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsfälle aufbauen. Beispielsweise im Personalbereich kann ich mir digitale Bewerbermappen hinterlegen, im System aufbauen, wo ich halt alle meine Bewerber definiere. Im Marketingbereich, was ich gerade schon mal gesagt habe, digitale Bilddatenbanken. Alle Unternehmenslogos, die irgendwie reinkommen, werden ins System reingelegt, werden verschlagwortet und jeder findet die aktuellen Logos, die aktuellen Informationen, die dort an der Stelle hinterlegt sind. IT-Abteilung, was ich vorhin einmal kurz erwähnt hatte, so ein Support-Antragsformular. Ich habe eine Störung im System, bitte lieber Kollege, doch, ich brauche dringend Hilfe bis heute Abend, das ist ein Prio 1-Fall und meinetwegen noch sicherheitshalber relevanter und da werden dann unterschiedliche Informationen an bestimmte Mitarbeiter weitergegeben. Natürlich gibt es für diese einzelnen Bereiche und die einzelnen Produkte natürlich auch fertige Software am Markt. IT-Abteilung, klassisches Tool ist meinetwegen Helpline als Ticketsystem, die natürlich wirklich ihre super Daseinsberechtigung haben, weil die natürlich wirklich alles abdecken. Häufig ist es aber so, dass manche Unternehmen sagen, nein, wir wollen erstmal ganz klein starten. Wir wollen dem Mitarbeiter erstmal ein Formular bieten, wo er eingeben kann, dass ich meinetwegen ein neues Notebook benötige oder ich möchte einen Raum reservieren von dieser Uhrzeit bis dieser Uhrzeit. Und das soll alles im System passieren. Ohne dass ich jetzt sozusagen ein externes Stück Software installieren muss, konfigurieren muss, die Mitarbeiter großartig schulen muss, möchte ich halt irgendwie einen einfachen Weg haben, so ein System einzuführen. Und da genau setzt Microsoft SharePoint da an, weil man da genau diese Lösung aufbauen kann und relativ individuell designen kann. Wir hatten ja vorhin schon einmal gehört, der SharePoint-Versionsverlauf. Davor gibt es natürlich noch ein paar Versionen. Also es gibt die SharePoint Services 2.0 noch, SharePoint Server 2003. Ich habe jetzt hier bewusst erstmal mit dem SharePoint Server 2007 angefangen, weil beim SharePoint Server 2007 war die Integration ins Office-Paket zum Beispiel sehr, sehr gut. Das heißt, ich hatte zum ersten Mal die Möglichkeit, vernünftig meine Aufgaben, die im SharePoint generiert wurden, in meinem Outlook mit zu synchronisieren. Ich hatte die Möglichkeit, Gruppenkalender anzulegen im SharePoint, die wieder mit meinen einzelnen Clients zu synchronisieren, Ereignisse zu erstellen, die wieder zurückrepliziert wurden. Das heißt, ich konnte wirklich einen relativ großen Austausch definieren und konnte sozusagen sagen, Mensch, ich habe jetzt eine Plattform, auf der ja, löse ich zukünftig vielleicht meine öffentlichen Ordner ab beispielsweise. Was aber selten passiert ist, aber es war auch häufig eine Herangehensweise, wo man gesagt hat, ich habe jetzt endlich eine Portalsoftware, auf der ich Informationen platzieren kann und einzelne Informationen auch den Mitarbeitern bereitstellen kann. Das Problem an diesem SharePoint Server 2007 ist, dass es immer noch sehr, sehr IT-lastig war. Das heißt, irgendwelche Workflows oder Formulare designen war meistens der IT vorbehalten, weil normaler Anwender da nie durchgestiegen wäre, weil einfach die Benennung und die Benamung und die Oberfläche so IT-lastig war, dass ein normaler Mitarbeiter gar keine Chance hatte, ein Urlaubsantragsformular beispielsweise aufzubauen. Und da hat Microsoft natürlich auch dazugelernt, hat gesagt, Mensch, wir müssen irgendwann mal ein neues Produkt rausbringen und haben dann anschließend ein paar Jahre später den SharePoint Server 2010 oder als Pendant dazu immer den SharePoint Server, dem SharePoint Foundation. Das ist sozusagen der SharePoint Foundation, ist die kostenfreie Variante vom SharePoint Server. Das heißt, den kann man sozusagen voll nutzen, ist natürlich in die Funktion ein bisschen eingeschränkt im Vergleich zum vollen Produkt. Zusätzlich zu diesem SharePoint Server ist es so, dass Microsoft auch dieses System mandantenfähig aufgebaut hat. Was bedeutet das? Rechenzentrumsbetreiber, die Dienstleistungen anbieten, beispielsweise Strato 1&1, haben ja damals die Möglichkeit gehabt, SharePoint Server sozusagen zu vermieten. Das heißt, sie konnten sozusagen in der Private Cloud, wie es ja heute umgangssprachlich heißt, SharePoint-Sitze mieten. Das Problem war, dass man immer, diese Maschine hat immer ihnen gehört. Das heißt, wenn jetzt ein nächster Kunde kam und möchte eine Maschine haben, dann musste sozusagen entweder die Maschine speziell gekapselt werden oder es musste die Maschine geklont werden, für den nächsten bereitgestellt werden. Nun hatte Microsoft aber zu der Zeit vor, ein eigenes Rechenzentrum aufzubauen, sprich die bestehenden sogenannten BPOS Services, Business Productivity Online Services von Microsoft, das ist sozusagen die Public Cloud von Microsoft, die ein bisschen aufzubauen mit Hilfe von Office 365 und haben da gesagt, wir brauchen irgendwann dann ein vieles System. Und die haben sozusagen deswegen den SharePoint 2010 erweitert von den Funktionalitäten. Das heißt, den SharePoint 2010, den man jetzt auch so im Laden kaufen kann, nenne ich es jetzt mal, können Sie sozusagen dafür nutzen, um auch unterschiedliche Leute auf das System raufzulassen, unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Bereiche und die voneinander komplett getrennt sind. Das heißt, jeder Bereich hat meinetwegen einen eigenen Administrator, kann aber wichtige Systemeinstellungen nicht ändern, wie zum Beispiel, was ist der Exchange-Server? Das ist vielleicht relevant, wenn Sie unterschiedliche Niederlassungen haben. Und in jeder Niederlassung möchte gerne ein Administrator verantwortlich sein für den SharePoint, aber Sie wollen jetzt sozusagen nicht 10 SharePoint-Server hinstellen, sondern einen zentralisierten und auf den möchten Sie unterschiedliche Masten bereitstellen. Dafür ist sozusagen diese Mandantenfähigkeit sehr, sehr sinnvoll und auch sehr, sehr praktisch nutzbar, weil Sie natürlich unterschiedliche Funktionen dort verwenden können oder auch
deaktivieren können, was jemand ändern darf und was jemand nicht ändern darf. Man kann Speichergrenzen zuweisen. Man kann sagen, der Standort in Hamburg hat nur meinetwegen 10 Gigabyte Speicherplatz im SharePoint, der nächste Standort hat 100 Gigabyte und der nächste hat meinetwegen 2 Terabyte. So kann man das Ganze sozusagen wirklich steuern und je nach meinetwegen noch nach Abrechnung oder mit Bezahlmodellen noch hinterlegen, sozusagen für den Eigengebrauch. Microsoft selber nutzt es aber auch, wie gesagt, in der eigenen Cloud, in der Microsoft Office 365 Cloud und dann in SharePoint Online. Hier nebenan ist immer nicht irritieren lassen, das Microsoft .NET Framework, denn für die Programmierer immer ein sehr, sehr lästiges Thema. Das heißt, Lösungen, die auf dem 2007er programmiert wurden, waren meistens so, ich konnte sie auf meinen 2007er programmieren. Möchte ich diese Lösung, was ich dort entwickelt habe, sei es ein Vertragsmanagement, sei es ein System, womit ich sage jetzt mal, vielleicht QR-Codes erstellen kann oder. Diese Systeme, wenn ich die jetzt portieren möchte auf den 2010er, war dies häufig nicht möglich, weil bestimmte Schnittstellen angesprochen wurden, die beim 2010er weggefallen sind oder beim 2010er erneuert wurden. Das heißt, der Portiervorgang war immer relativ mühsam. Mit SharePoint 2010 kam dann auch das .NET Framework 3.5 zum Einsatz und bei diesem .NET Framework hatten die Entwickler ihre freie Bibliotheken, hatten dort Möglichkeiten, Masken aufzubauen, alles, was sie bisher kannten. Und dann hat Microsoft irgendwann, beziehungsweise jetzt aktuell, den neuen SharePoint, den SharePoint Server 2013 rausgebracht oder auch die SharePoint Foundation, den neuen. Und bei denen ist es so, dass die auch das .NET Framework 4.5 setzen. Das heißt, ich habe hier wieder einen kleinen Versionsumbruch. Ich kann dort zwar neue Funktionalitäten nutzen, aber es ist von den Funktionen her und von den APIs im Hintergrund hat sich doch einiges geändert. Das heißt, eine Lösung, die ich mir komplex entwickelt habe, auch im 2010er, wird unter Umständen nicht auch im 2013er SharePoint laufen. Und da heißt es dann wirklich, sich hinzusetzen, diese Lösung zu nehmen, Quellcode-Zeile für Quellcode-Zeile kurz durchzugehen, gibt es diese Befehle noch, gibt es sie noch, wie heißen die im neuen System und wirklich den Code ja, Stück für Stück rüber zu kopieren, was natürlich kein Schritt ist, der mal eben ein paar Stunden dauert, sondern unter Umständen Wochen, je nachdem, wie komplex die Lösung ist. Wir selber betreuen gerade aktuellen Kunden, der ein riesen Vertragsmanagement aufgebaut hat über die letzten 2 Jahre auf den SharePoint 2010 und wechselt jetzt hoffentlich zum Sommer auf den neuen. Und da ist es jetzt aktuell gerade der Fall, wo man sich jetzt wirklich hinsetzt und wirklich sich anschauen muss, welche Schnittstellen sind weggefallen, welche sind hinzugekommen, weil natürlich in den neuen APIs und den neuen Schnittstellen vom SharePoint bedeutend performanter das ganze System geworden ist. Das heißt, ich kann schneller Listenelemente ansprechen, wenn ich halt entwickle. Was aber sozusagen Funktionalitäten für die Entwickler speziell sind, die damit viel umsetzen. Und anderes kleines Bild, zu dem werde ich aber nachher noch eingehen. Microsoft verfolgt den Gedanken, klassisch Apps. Apps kennt jeder irgendwie vom Mobiltelefon, vom Tablet, aber auch von Windows 8. Es gibt ja immer überall und trifft man jetzt sozusagen auf Apps. Im SharePoint wird es zukünftig auch einen sogenannten App Store geben. Das heißt, Sie haben dort die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt beispielsweise eine Vertragsmanagement-Software haben, die können sich dann da runterladen für Summe X. Die klickt man an und sagt, ich brauche die Lösung jetzt, lad mir die runter, ähnlich wie Sie es vom Mobiltelefon kennen, wo Sie sagen, Sie möchten jetzt ein Tool haben, mit dem Sie können Sie Ihre Kennwörter verwalten, laden Sie es runter, das kostet mal 2,99 €. Und so kostet halt im SharePoint App Store zukünftig eine Applikation 59,999 €. Die Preise sind da halt noch nicht bekannt. Das kann sozusagen von allen möglichen Dienstleistern hinterlegt werden und eingebaut werden, was momentan aber noch nicht so gut funktioniert, muss man offen sagen, weil es momentan leider noch nicht in dem finalen Status ist. Aber mit dem will Microsoft wieder einen neuen Schritt gehen und einfach diesen Punkt Apps, dass ich halt eine Lösung einmal entwickle und die sozusagen auf 10 Kunden ausrollen kann, einfach noch ein bisschen beschleunigen, sodass man sagen kann, man programmiert einmal was und das nutzt nicht nur eine Firma, sondern das nutzen 10 Firmen, wenn man es dann freigibt beispielsweise. Das ist dann im Prinzip die Webpart, diese App. Genau. Die kann ich einfach runterladen, die musst du nicht installieren? Genau, also diese Apps sind sozusagen, springen wir nochmal einen Punkt kurz zurück. Beim SharePoint 2010er Server gab es ja so die sogenannten Sandbox Solutions. Ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da jemand drüber gestolpert mal ist. Die Sandbox Solution war so eine Sandbox. Das heißt, da war grundsätzlich dafür gedacht, dass Entwickler ihre Lösungen sozusagen in dieser Sandbox entwickeln und die einfach nicht raus können. Das heißt, sie können nichts am System manipulieren, die können nicht irgendwelche Patchstände ändern, die können nicht DLLs austauschen, sondern es war so ein gekapseltes System. Das Ganze, er kann nichts kaputt machen, das war so der wichtige Punkt immer. Weil das ist, passiert manchmal schnell. Die Problematik beim 2007er war ja, dass man im Prinzip gar nichts reingekriegt hat. Also wenn man einen Webpart haben wollte, das konnte man ja nur systemweit ausrollen. Und wenn man als Abteilung gesagt hat, ich hätte da gerne mal einen Webpart, dann hieß es, wir testen das mal und dann irgendwann in unserem nächsten Release in 2 Jahren oder sowas wird das dann eingespielt. Das ist nämlich dieses Problem, weil dieses Webpart entwickeln, das war damals wirklich, da gab es Tools, kostenfreier Markt, klassisch WSP-Bilder hieß das, mit denen ich so eine Lösungsdatei
komprimieren konnte und die dann sozusagen auf andere Systeme versucht habe zu deployen, was aber auch nicht, das war wirklich eine sehr, sehr mühsame Sache. Also hier oben Lösungen zu entwickeln, war nicht schön. Bei 2010er SharePoint hat Microsoft gesagt, wir bieten diese Sandbox an und in dieser Sandbox kann sich sozusagen der Programmierer austoben, er kann Lösungen für unterschiedliche Abteilungen bereitstellen, ohne dass die was am System an Auswirkungen haben. Das heißt, habe ich irgendwie ein konzernweites Portal, zerstöre ich höchstens nur diese eine Seite. Ich kann die Lösung jederzeit deaktivieren. Es gibt dahinter auch noch so Provisionierungsdateien, wo man sagen kann, die darf maximal so und so viel CPU-Last verwenden, die darf maximal so und so viele Punkte haben, dann wird die automatisch beendet. Also wie so ein Prozess, der automatisch dann abgeschossen wird. Und so, das Ganze ist sozusagen im SharePoint 2013 nochmal verfeinert worden. Und da gibt es dann, ähnlich so wie man es aus einem anderen System kennt, einen App Store, in dem ich mir da ein Webpad runterladen kann. Zum Beispiel für Wetteranzeige. Ich möchte jetzt ein Wetteranzeige-Webpad haben, suche ich nach Wetteranzeige-Webpad, möchte hier ein Wetteranzeige-Webpad runterladen. Und so kann ich mir sozusagen meine eigenen Apps zusammen runterladen und die auf die unterschiedlichen Seiten platzieren. Und diese laufen nochmal in einen etwas stärker gekapselten Container. Der ist nochmal ein bisschen, hat noch ein bisschen mehr Schlösser davor. Das heißt, da kommt man noch weniger raus. Das hat den Vorteil, dass natürlich diese Webparts nicht viel Schaden an ihrem SharePoint annehmen können. Dann überlegen Sie sich mal, ein Mitarbeiter lädt aus Versehen ein Webpart runter oder eine Applikation aus dem App Store, speichert die auf seinem SharePoint drauf und sagt, ich möchte hier mein Wetter-Webpart haben, aber das greift sozusagen alle Unternehmensdaten ab, die sozusagen an dieser Seite liegen. Umsatzzahlen, was auch immer, Kennwortlisten und. Und dass das nicht passieren darf, ist es sozusagen sehr, sehr stark limitiert und auch sehr, sehr viele Regeln davor geschoben, dass man halt nicht rauskommt aus dem System. Was aber ein relativ netter Punkt ist für Entwickler, weil die natürlich also sagen können, ich biete jetzt eine Facebook-Applikation an, die sich integriert, oder ich biete eine Twitter-Integration an, oder ich biete ein Qualitätsmanagement an zum Pauschalpreis. Dafür ist es gedacht und dann kann ich mir wirklich Webparts runterladen, also entweder sind es Webparts oder auch komplette Seiten mit Inhalten, mit Listen, mit Bibliotheken, mit Inhalten, mit allem drum und dran. Also kann also eine App relativ klein sein, aber auch relativ mächtig sein. Die ich aber in den meisten Fällen, so haben wir jetzt letztens eine Aussage von Microsoft bekommen, komplett nochmal von Grund auf eigentlich neu entwickeln muss, weil einfach da das Schema sich so stark verändert hat zwischen den beiden. Das heißt, wenn ich eine App entwickeln möchte für den App Store, muss ich wirklich ganz tief unten ansetzen und muss nochmal im Prinzip neu anfangen. Ja, was hat sich bei der Installation geändert? SharePoint 2010, 2013, bei der Installation haben sich eigentlich nur ein paar kleine Faktoren geändert. Im Grunde genommen, wenn man jetzt hier unten guckt, Festplankapazitäten, Arbeitsspeicherkapazitäten sind immer noch die originalen Vorgaben von Microsoft. Technisch ist es so, dass Sie auch einen SharePoint mit bedeutend weniger Arbeitsspeicher laufen lassen können. Technisch funktioniert das. Im schlimmsten Fall sagt Ihnen mal Microsoft in einem Supportfall, schrauben Sie mal den Arbeitsspeicher hoch, es könnte daran liegen, dass es da zu Timeouten kommt oder dass hier und da ein Problem entsteht. Deswegen sollte man doch diese Regeln auf jeden Fall für den Produktivbereich immer im Auge behalten, dass wenn man einen SharePoint ausrollt. Wichtiger Punkt an der Stelle ist aber, dass ich das bei dass Sie jetzt im Windows Server 2008 R2 benötigen, also keinen normalen Windows 2008 Server mehr mit einem 64-Bit-Paket, sondern Sie brauchen definitiv einen R2 an der Stelle oder halt neuer Windows Server 2012 und alles natürlich wieder eine 64-Bit-Version. Das war aber vorher auch so, dass immer nur die 64-Bit-Architektur unterstützt wird. Beim SQL Server sieht es ähnlich aus. SQL Server 2008 R2 benötigen Sie. Und da können Sie sozusagen den SharePoint drauf betreiben. Beim alten SharePoint, beim 2010er, hatten Sie ja noch die Möglichkeit, das auch in 2005er zu betreiben. Das geht leider nicht mehr. Das heißt, das muss man so ein bisschen beachten. Wenn ich migrieren möchte, wenn ich von alt auf neu möchte, erfülle ich dann sozusagen die Randinformationen, habe ich überhaupt die Mindestanforderungen, die ich da benötige. Hier stehen immer Werte drin, 8 bis 16 GB. Muss man wirklich fairerweise sagen, je nachdem, wie komplex ist mein Unternehmen, wie viel Leute arbeiten mit dem SharePoint, wie viele Dokumente liegen in dem SharePoint. Also es gibt auch SharePoint, wir haben eine SharePoint-Umgebung draußen, die hat 6 GB, das SQL-Server und SharePoint auf einem System, 6 GB, da arbeiten 100 Mitarbeiter drauf auf dem System, aber mit wirklich ganz schmalen Informationen. Das läuft super performant. Wir haben auch andere Umgebungen, die laufen momentan ja mit 64 GB und mehr auf unterschiedlichen Systemen, geclustert und dergleichen, wo man dann wirklich ja unterschiedlichste Performance für unterschiedliche Anforderungen benötigt. Je nachdem, wie viele Prozesse hinterlegt sind, möchte ich nur Auswertung fahren, habe ich dort komplexe Workflows laufen, da ist natürlich das Entscheidende, ja, wie tief geht das Ganze rein. Wenn ich einen SharePoint, kann ich ja weiter aufbauen. Ich habe ja beim SharePoint immer die Möglichkeit, sozusagen ähnlich wie im Lego-Prinzip, ich habe erst einen Datenbank-Server, einen Frontend-Server und nachher sage ich vielleicht, das kann beides am Anfang auch noch auf einem System laufen. Aber ich kann das zukünftig auch splitten. Ich kann sagen, ich habe einen Datenbank-Server, einen Frontend-Server und zukünftig nur einen für die Suche. Und irgendwann stellt man fest, jetzt haben wir so viele Dokumente, jetzt habe ich noch einen zweiten für die Suche. Und jetzt möchte ich die Frontend-Server aus bei sich halten, dann habe ich noch einen zweiten für als Frontend-Server. Und kann man das sozusagen frei immer weiter skalieren.
wie als Rolle definieren, wie man es halt kennt. Sozusagen kann ich mir die einzeln platzieren und kann dann sozusagen darüber zugreifen und habe da die Möglichkeiten auch, um gegebenenfalls eine Ausfallsicherheit hinzubekommen, unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Wenn ich Oracle da laufen habe, also SharePoint selber kann ich nicht auf dem Oracle installieren. Nein, aber, ja? Aber ich kriege die Daten vom Oracle ohne Probleme in den SharePoint-Rechner. Zwei Möglichkeiten. Meinen Sie jetzt importieren? Also möchten Sie etwas ablösen? Ich möchte zum Beispiel, wir haben es jetzt so, wir haben eine Internetlösung gehabt und auch die veröffentlichten Daten auch draußen für Leute mit Vorständen für einen Tag. Ja. So, das war für uns gerade Warehouse, das war uns GR, das ist Oracle. Und wenn wir natürlich irgendwann mal sagen, okay, so SharePoint würde ich uns anbieten, dann würden wir das natürlich auch gerne darüber veröffentlichen. Und dann müssten wir natürlich die Daten von Oracle reinkriegen und dann im SharePoint verarbeiten können, um es dann nach außen anbieten zu können. Um die Daten darzustellen und dann zumindest nach ein paar Stunden beim Fehler rauszunehmen und das Ganze synchron zu halten an der Stelle. Da gibt es mehrere Wege. Man kann zum einen natürlich entweder über eine Datei, einen Austauschdatei, so eine Art CSV-Export, den ich mir im SharePoint geplant immer wieder reinlade. Das ist sozusagen die unschöne Variante oder die schöne Variante über beispielsweise meinen Webservice, den ich ansteuern kann. Dass ich im SharePoint sage, da ist mein Webservice, über die und die Befehle verfügst du und jetzt bekommst du die Datensätze, die Tabellen, die Informationen aus dem System und lade sie in deinem eigenen System. Das Ganze kann ich zwischencachen lassen, das Ganze kann ich aber auch immer permanent live abrufen pro Nutzer. Und da muss man natürlich fragen, wie aktuell müssen die Daten sein? Wie viele Leute greifen darauf zu? Soll das zwischengecached werden? Das sind sozusagen die feinen Stellschräubchen, die man dann dreht an der Stelle. Aber das geht also im Prinzip. Wichtig ist natürlich da, dass von Oracle-Seite her, wo ich jetzt nicht so tief drin bin, dass natürlich da die passenden Schnittstellen bereitgestellt werden, dass ich auf die Daten überhaupt draufkomme. Genau. Und wie gesagt, die Server brauchen auch an der Stelle einen Windows 2008-Server. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen die weiteren definiere und das neue .NET Framework Paket, was sozusagen dafür benötigt wird. Internet Explorer, beziehungsweise unterstützte Browser, um genau zu sein. Das ist ja vollständig unterstützte Browser und es gibt natürlich noch einen Punkt, der heißt unterstützte Browser mit Einschränkungen. Liegt einfach daran, weil Microsoft natürlich hier keine Auswirkung hat. Das heißt, wenn die sich überlegen, morgen eine Funktion rauszunehmen, eine Funktion reinzunehmen, die irgendwas am SharePoint stört, kann Microsoft natürlich nicht sofort reagieren. Hier hingegen kann Microsoft das vorher testen und dementsprechend sagen die natürlich voll unterstützt sind Internet Explorer 8 und 9. Beim alten System waren wie gesagt auch noch der 6er und 7er beide noch unterstützt, die sind weggefallen. Liegt einfach daran, weil Microsoft auf dem neuen SharePoint sehr viel mit neuen Website-Standards arbeitet. HTML5, CSS3, die vom alten gar nicht mehr unterstützt werden. Und wie gesagt, nicht unterstützte Browser, das bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert, sondern Sie können die Seite auch aufrufen, Sie können auch bestimmte Sachen anklicken. Das kann mit einmal sein, dass Sie... Genau, es sieht manchmal nicht so schön aus und Sie haben manchmal vielleicht irgendwo Schaltflächen, die einfach nicht funktionieren. Das heißt, Sie klicken auf einen Button und es verändert sich nicht, weil diese Aktion nicht bekannt ist im System. Und da, wie gesagt, ist es sinnvoll, dann doch mit dem Internet Explorer zu arbeiten, weil man dann doch da die tiefste Integration hat in die Systeme. Aber auch ein schöner Punkt, dass, wie gesagt, Microsoft auch dort Apple Safari, Mozilla Firefox und Google Chrome unterstützt, dass sie dann doch an der Stelle relativ offen sind. Weil wir merken es immer wieder, wenn wir draußen mit Kunden sind, einige Mitarbeiter sind dann doch irgendwie fixiert auf ihren, ich sage mal, Google Chrome Browser, der nächste sagt, ich möchte mit Firefox arbeiten und ja, der nächste arbeitet dann mit Internet Explorer und das ist halt immer ganz unterschiedlich. Und die Mitarbeiter umzuerziehen und zu sagen, du nimmst jetzt nur noch den Internet Explorer, ist immer relativ schwierig, weil dann heute machen sie es, nächsten Tag, wenn man nicht mehr da ist, arbeiten sie wieder mit dem nächsten Browser und da ist halt schön, dass dann ja, ein schöner Support hinterlegt ist. Das ist sozusagen die Client-Seite, das heißt, die feste PC-Seite. Das Ganze gibt es natürlich auch nochmal für mobil. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, mobil auf diese Seiten, auf die Inhalte im SharePoint zuzugreifen. Und da ist es so, dass Microsoft natürlich das Windows Phone selber unterstützt, aber auch Funktionen wie zum Beispiel iPhones, iPads und Android-Systeme. Liegt einfach daran, weil der SharePoint selber in der zukünftigen Version sehr, sehr viel mobillastig wird. Weil Microsoft entdeckt hat, Mensch, momentan greifen ja nicht mehr alle unbedingt über den PC zu auf die Informationen. Es gibt ja immer mehr draußen welche, die mit dem Tablet arbeiten, die irgendwie digitale Unterschriften haben möchten oder. Wie soll das Ganze dann zukünftig laufen? Deswegen führen die genau an der Stelle den Support ein und unterstützen das auch an der Stelle, dass man sozusagen die Funktion nutzen darf und kann. Gibt es bis hierhin erstmal Fragen? Dann spreche ich mal weiter. Ja, die Architektur vom SharePoint. Das haben wir vorhin schon ganz kurz gesehen, .NET Framework 4.5, also die größte Änderung betrifft aber meistens nur die Entwickler, weil der normale Endnutzer bekommt davon wenig mit. Der bekommt es nur mit, wenn die Entwicklungsabteilung sich wieder beschwert, dass sie wieder einen Riesenaufwand hat, um einen Webpart zu entwickeln oder dergleichen oder zu migrieren von A nach B.
Im Großen und Ganzen hat sich sozusagen das .NET Framework geändert. Das Schöne ist, wenn Sie den SharePoint installieren, wird sozusagen im Hintergrund noch ein alter SharePoint 2010 installiert. Liegt einfach daran, weil der SharePoint 2010 in der Lage war, eine SharePoint 2007 Datenbank zu verarbeiten, aber auch eine SharePoint 2010 Datenbank zu verarbeiten. Und für diesen Migrationsprozess von alt nach neu ist der alte sozusagen vorhanden. Der wird dann nachher deaktiviert, ist ähnlich aufgebaut von der Architektur. Wie gesagt, nur sozusagen, es wird, wenn die Migration abgeschlossen ist, werden einfach nur ein paar Bits umgestellt, wo es dann heißt, Achtung, jetzt nehmen Sie bitte folgende DLLs. Das passiert also im Hintergrund automatisch und danach läuft er sozusagen komplett in der Optik vom neuen System. Das hat auch den Vorteil, wenn Sie eine Migration machen vom 2010er auf den 2013er, ist sozusagen die Optik am Anfang erstmal komplett identisch. Das kennt man vom 2007er. Wenn ich vom 2007er zum 2010er migriert habe, sah der 2010er erstmal aus wie der 2007er. Ich musste dann erst das sogenannte visuelle Upgrade durchführen. Wenn ich das durchgeführt habe, wurde sozusagen ja eigentlich nur eine andere Masterpage, also eine andere Layout-Seite verwendet, die sozusagen den ganzen Inhalt ein bisschen umgeformt hat und es lief im Hintergrund ein Prozess durch, der sozusagen ein paar Sachen geändert hat, ein paar Einträge nochmal umgemodelt hat und danach konnte ich sozusagen ganz normal damit weiterarbeiten. Das gleiche passiert zusammen mit SharePoint 2013 auch. Zahlreiche Verbesserungen in der Lösungsentwicklung. Okay, klar, wenn ich natürlich Lösungen programmieren möchte oder auch im Browser mir zusammenklicke, bekomme ich dort wirklich Vorteile. Sehen wir aber in den nächsten Folien. Mandantenfähigkeit erweitert und Clustermöglichkeit optimiert. Heißt einfach an der Stelle, vorher war es nicht möglich, eine Suche zu clustern. Das heißt, die lief immer nur einmal. Wenn der Suchserver, der eine genau weggebrochen ist, dann geht meine ganze Suche nicht. Das ist heutzutage dann auch möglich mit dem neuen System. Weil das Ganze muss ja auch ein bisschen hoch verfügbar sein, wenn man sozusagen unternehmensweit ausrollt, dass man wirklich auch ein System patchen kann, das nächste ist noch weiterhin im Dauerbetrieb, dass man einfach ununterbrochen arbeiten kann. Ja, wie sah beim alten SharePoint die Umgebung aus und beim neuen? Beim alten war es ja so, Sie haben sozusagen vom alten SharePoint die Datenbank abgehängt. Also Sie hatten zwei Möglichkeiten. Sie konnten zum einen entweder die CD reinnehmen vom 2010er SharePoint, auch im 2007er, wenn der richtige Windows-Server installiert war, dann braucht sie noch weiter klicken, haben gesagt, nehmen Sie sich diese Datenbank, klicken nochmal auf weiter und dann hat er sozusagen so einen Upgrade-Prozess durchlaufen lassen. Das war das sogenannte In-Place-Upgrade. Also CD rein, weiter, hoffen, dass alles läuft. Meistens lief es auch wirklich problemlos und wenn es durchgelaufen ist, konnte man sozusagen gleich auf den 2010er weiterarbeiten. Da diese Funktion aber hin und wieder mal hakte und nicht gerade komfortabel lief, hat Microsoft so an der Stelle gesagt, diese Funktion gibt es gar nicht mehr, die ist jetzt komplett rausgenommen. Das heißt, an der Stelle kann man wirklich nur noch migrieren, indem man an der einen Stelle die Datenbank sozusagen technisch abhängt. Ich nehme sozusagen meine Datenbank, hänge sie ab vom SQL und hänge sie an meiner neuen Farm an und sage, Achtung SharePoint, dort liegt eine neue Datenbank, der findet diese Datenbank und modelt die dann um, also migriert die dann an der Stelle. Das ist das sogenannte Database Attach Upgrade, was man durchführen kann. Und das kann man sozusagen entweder für alle Datenbanken gleichzeitig machen oder natürlich für Datenbank. Und da hat es natürlich die Möglichkeit, dass ich natürlich sage, wenn ich einen unternehmensweiten oder einen konzernweiten SharePoint im Einsatz habe, mit etlichen Seiten, mit etlichen Unterseiten, und ich möchte wirklich immer nur Stück für Stück das Ganze freischalten. Meinetwegen erstmal Standort Hamburg, nächste Woche kommt Standort Berlin rein. Kann ich natürlich auch immer die einzelnen Datenbanken, wenn sie natürlich vorher so aufgebaut sind, einzeln rüberziehen und migrieren und sozusagen einfach nur die Links ändern beim anderen und die können gleich weiterarbeiten. Das heißt, da ist man relativ flexibel. Man kann die Datenbank auch wieder im Schreibschutzmodus setzen. Also es gibt alle Funktionalitäten, die man auch vorher bei der Migration nutzen konnte, sozusagen nochmal ein bisschen optimiert an der Stelle. Wenn ich ein Cluster habe, ist es ähnlich. Beim Cluster, ich baue mir vorher mein Cluster auf, habe hier eine eigene Konfigurationsdatenbank. Die Konfigurationsdatenbank kann ich von dem System auf dem nicht portieren, sondern nur wirklich die Content-Datenbank, die mit Inhalten hinterlegt sind. Es gibt im SharePoint noch sogenannte My-Sites. Wenn ich einen großen SharePoint habe, das sind so eine Art Facebook-Seiten fürs Unternehmen. Da haben manche Mitarbeiter auch Informationen gespeichert. Da stehen auch vielleicht ein paar wichtige Dokumente drin. Die kann ich auch eins zu eins rüberportieren. Das war beim alten System immer ein bisschen problematisch. Da ging es manchmal ging es nicht. Je nachdem, was so angepasst wurde vom Mitarbeiter. Und kommen wir jetzt sozusagen von den technischen sozusagen in die optische Schiene. Da sieht das Ganze nämlich so aus, dass von der SharePoint-Oberfläche selber, die hat sich selber ein bisschen verändert. Das heißt, ich weiß nicht, nutzt einer von Ihnen schon das neue Office-Paket 2013? Noch gar nicht, okay. Oh, Office 2013. Also, aber ich habe echt zur Zeit ein Problem mit dem Looping viel auch innerlich spreche ich mich auch absolut gegen Windows 8 Netze. Ich bin hier mit. Glaube ich, es sieht anders aus. Man muss sich erstmal richtig dran gewöhnen. Das ist ätzend. Also für mich, ne, das ist mein persönlicher Eindruck. Das ist so. Nein.
Genau, und beim neuen Office-Paket ist es zum Beispiel so, dass alle Buttons nicht mehr, vorher waren sie wirklich bunt ausdesignt, da sah ein Knopf schöner aus als der nächste. Und im neuen hat man gedacht, okay, was ist das denn? Das ist die Beta-Version vom Office 2010-Paket, weil wirklich nur noch die Konturen da sind. Es ist wirklich ganz, ganz schmal, es ist nicht mehr so bunt, es ist wirklich ganz, ganz schlicht geworden. Hat aber den Grund im Prinzip, da Microsoft ein Motto, jetzt kriege ich das Motto bloß nicht mehr auf die Reihe, Content before Chrome oder so ähnlich, sinngemäß, also sprich Inhalt vor Funktion oder vor Schaltflächen und dergleichen. Weil Microsoft festgestellt hat, im SharePoint 2010 waren häufig die Mitarbeiter verwirrt, weil ich oben so viele Schaltflächen hatte, ich wusste gar nicht, was darf ich anklicken, was darf ich nicht anklicken. Ich habe einen bestimmten Bereich angeklickt und oben gingen 30 Buttons auf, die leuchten in allen Farben und ich wusste gar nicht, was darf ich anklicken, was passiert an welcher Aktion. Und dementsprechend haben die gesagt, wir gehen mal ein bisschen runter, das Richtige liegt eigentlich in der Mitte, der Inhalt. Oben sind nur diese kleinen Steuerelemente. Das sind einfach, wie wir damals auch im alten Office-Paket hatten, bei 2003 beispielsweise, da gab es Datei, Extras, Optionen und da ging unten da waren gar keine Bilder, da war nur Text. Und sozusagen, dass man wieder ein bisschen zurückgeht in die Schiene und einfach sagt, wieder mehr sozusagen mehr in dem Inhaltsbereich sich bewegt und gar nicht mehr so viel oben in dieser RIM-Leiste. Deswegen hat Microsoft das Ganze so ein bisschen runtergeschraubt und dementsprechend das Ganze auch an Office 2013 angepasst von der Optik. Das heißt, wo wir das erstmal letztes Jahr, irgendwann Mitte letztes Jahr, einen SharePoint installiert hatten, dachten wir im ersten Moment, Olla, was ist da passiert? Warum sind die ganzen Buttons merkwürdig? Also die sehen alle anders aus. Das ist aber komplett gewollt so von Microsoft. Genau. Und der Fokus liegt halt, wie gesagt, auf den Inhalten. Ich habe natürlich die Möglichkeit, schöne Funktionalitäten, also wie verbesserte Inline-Bearbeitung. Ich kann gleich im Browser anklicken, dank HTML5 und kann da gleich meine Inhalte ändern, kann was von A nach B ziehen, kann Dokumente verschieben im Browser. Ich kann auch von meinem Desktop ein Dokument nehmen und einfach in den SharePoint reinziehen und loslassen. Das wird hochgeladen. Also es gibt wirklich viele neue Funktionalitäten, die das Arbeiten einfacher machen, die viele Nutzer vielleicht von Privatanwendungen kennen, ich sage mal vielleicht vom Google-Mail-Account, den sie haben, wo sie sagen, ich kann auch einfach einen Anhang nehmen, den ziehe ich mir von meinem Desktop in meinen Browser rein, lasse ihn los und schon wird das Dokument hochgeladen als Anhang. Im SharePoint war es bisher so, ich muss auf Datei den Ordner durchklicken, muss auf Datei hinzufügen klicken, muss sagen, wo liegt die Datei, durchsuchen, bekomme extra Fenster auf, muss mich durch die Navigation klicken und wähle dann die Datei aus. Und das Ganze sozusagen ist jetzt mit dem neuen SharePoint auch vereinfacht worden, das ist aber nur eine Funktion. Das Microsoft RIM, also so sah sozusagen das alte RIM aus. Das heißt, wenn ich irgendeine Seite bearbeitet habe, habe ich oben die schöne Leiste bekommen. Speichern, auschecken, ändern und dergleichen. Das Ganze im neuen SharePoint sieht ein bisschen schlanker aus. Das heißt, es ist von den Farben her, hier sieht man es jetzt nicht so dolle. Wir schauen uns das nachher mal an. Einige Buttons sind sozusagen hier oben in die horizontale Leiste verschwunden. Aber auch, ich habe jetzt hier sozusagen meine Schnellstart-Links, die es vorher nicht gab. Die kennt man aber aus dem Office-Paket. Ich habe eine Überschrift, ich markiere einen Text, klicke auf die Überschrift. Und das ist identisch sozusagen übernommen worden, wie man es im Office-Paket kennt. Das heißt, Mitarbeiter, die bisher erfolgreich mit dem Office-Paket arbeiten und sie angefreundet haben, kommen damit auch relativ gut klar. Aber es ist natürlich am Anfang ungewohnt, wenn man natürlich am Anfang wirklich die bunten Sachen sieht. Wir schauen uns das einmal live an. Und nachher werden die mit einmal, hier sieht man es dreidimensional mit Schatteneffekten und alles. Und hier ist es wirklich ja, zweidimensional, einfach ohne Schatteneffekte, ohne alles. Das sieht irgendwie platt aus. Das ist, wirkt im ersten Moment nicht modern. Aber im Zweiten, wenn man damit mehrmals arbeitet, stellt man fest, dass es wirklich übersichtlicher wird an der Stelle. Des Weiteren gibt es im SharePoint noch jetzt hier oben so einen kleinen versteckten Button, sozusagen so eine Art Vollbildmodus für den Internet Explorer. Das heißt, normalerweise habe ich hier oben eine Menüleiste, links eine Menüleiste und wenn ich auf den Button klicke, verschwinden alle Menüleisten und ich sehe wirklich nur den Inhalt. Habe ich einen großen Text durchzulesen, einen großen Vertrag, klicke ich auf den Button rauf, verschwinden alle Menüleisten und ich sehe wirklich nur den Inhalt, was relevant ist und was ich mir anschauen möchte. Die Team-Websites, das hatten wir vorhin schon mal gesehen, das ist ein typischer SharePoint 2010. Installiere ich einen SharePoint 2010, sieht da bisher so aus. Oben meine horizontale Leiste, ich sehe, wer ist angemeldet, ich habe ein Suchfenster, was ich verwenden kann, ich habe horizontal meine Navigationspunkte, gegebenenfalls auch noch vertikal ein paar Navigationspunkte mit Unterbereichen, Unterfunktionen, Ansichten und dergleichen, Website-Aktionen, wo ich Einstellungen vornehmen kann. Das ist bisher sozusagen die bewährte Arbeitsplattform, mit der wir auch aktuell noch immer sehr, sehr häufig auch beim Kunden arbeiten. Das heißt, wir haben selber bisher, glaube ich, eine produktive Migration komplett durchgeführt, weil momentan die Kunden sagen, wir sind damit zufrieden, wir möchten noch gar nicht einen neuen haben. Das war, wie gesagt, Geschmackssache. Manche Kunden gehen jetzt, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, einmal die große Firma, die gesagt hat, wir möchten unser Vertragsmanagement auf die neue Lösung, auf das neue System portieren, aus dem Grunde, weil wir da einfach mehr Funktionen für haben. Ist natürlich auch ein Argument. Man muss natürlich schauen, welche Argumente gibt es. Wie soll der Produktzyklus bleiben? Bleibt er wieder so bei 3 bis 4 Jahren, auch beim SharePoint? Beim SharePoint, also der Produktzyklus bleibt, aber es kommt inzwischen bedeutend mehr Updates. Es werden immer mehr Update-Zyklen kommen. Die werden Microsoft auch wie beim Windows 8 immer stärker darauf reagieren. Also mehr Updates, sozusagen auch kleinere Packages, die ich einfach bekomme mit Updates, neuen Funktionen, die freigeschaltet werden. Deswegen auch von der Architektur her ist es so, dass Microsoft einige Funktionen
die wir hier zeigen werden, die in der Beta bei uns verfügbar sind, aber bei der finalen Version noch gar nicht verfügbar sind. Da sind dann mit einmal Einschränkungen. Das liegt einfach daran, weil Microsoft diese noch nicht freigeschaltet hat. Es kann aber sein, dass morgen ein Update rauskommt, was genau diese Funktion freischaltet. Deswegen werden viele Funktionen durch ganz kleine Update-Pakete immer freigeschaltet. Aber genauso ist es so, dass Microsoft mit dem 2013er SharePoint, jedenfalls ist mein letzter Stand, behauptet hat, dass wir jetzt endlich eine Plattform haben, die auch immer sich später immer weiter vernünftig migrieren lässt. Hintergrundgedanke mit diesen Apps, dass man halt kein Problem hat, habe ich einmal ein Webpart entwickelt, dann läuft dieses Webpart auch später auf meinem SharePoint 2030 Server, wenn ich es damals entwickelt habe. Das ist sozusagen das Ziel der ganzen Geschichte, dass man da immer die Sachen weiter portieren kann, nicht, dass ich alle 3 Jahre mich hinsetzen muss, wieder ein Mannjahr investieren muss, sozusagen an Entwicklungskosten, die ganzen Systeme umzustellen, dass ich sozusagen schneller meine Lösung aufbauen kann. Es sei denn, Microsoft entscheidet, warum man mit SharePoint ist nicht noch unsere Lösung, sondern wir gehen jetzt in eine andere Richtung. kann auch passieren, gar keine Frage, aber hoffen wir mal nicht, weil wir ausschließlich SharePoint machen, aber es ist natürlich, ist genau der Punkt, und zwar, das kann natürlich immer passieren, dass man mit einmal, dass Microsoft sagt, wir machen es nicht mehr. Aber SharePoint ist halt ein strategisches Produkt, was sie auch selber in der Cloud sehr stark verbreiten. Vielleicht kommt auch nochmal irgendwann eine private Applikation, das heißt so für den Consumer-Bereich ein SharePoint, wo denn, da machen vielleicht solche Sachen Sinn, wie eine Vertragsverwaltung oder so, wo ich meine ganzen Verträge, die ich zu Hause rumliegen habe, einscannen kann. Muss man halt nachschauen, also wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickelt. Sozusagen, das war die alte Struktur, wie sie aussah. Und bei der neuen Struktur ist das Ganze so, dass das Ganze ja, von den Buttons verschwindet. Meine Navigationsleiste, die ich vorhin jetzt hier hatte, verschwindet in die Horizontalleiste, etwas weiter nach oben gesetzt. Ich sehe immer, in welchem Bereich bin ich. Und ich habe hier oben auch den Mitarbeiter, der angemeldet ist. Und man hat hier oben ganz viele kleine Schaltflächen, auf die wir später nochmal genauer näher und live erklären werden. Aufgebaut ist das Ganze so, dass wir da bearbeiten können. Alles, was vorhin links war, vorher hatten wir sozusagen links einen Bereich, wo ich klicken konnte, und ich hatte rechts einen Bereich, wo ich klicken konnte. Rechts konnte ich klicken, wenn ich meine eigene Einstellung ändern wollte, wenn ich eine Seite bearbeiten möchte. Links, wenn ich die Einstellung der Webseite bearbeiten möchte. Das hat Microsoft sozusagen zusammengefasst. Immer wenn ich was ändern möchte, habe ich sie oben rechts im Bereich. Gibt es auch passend zu Exchange 2013 Offline-Modus? Weil Exchange 2013 soll ja so ein Aroma-Offline-Modus anbieten, mit Internet Explorer zusammen. Ja. Und soll sowas da in den Ebenen vorgehen? Ja, und es ist da dieser Distributed Cache, beziehungsweise dieses Meet. Also es gibt da so eine ähnliche Sache, dass ich sozusagen nicht, also ich kann mich nicht komplett durchnavigieren. Aber es werden bestimmte Content nur noch nachgeladen. Wenn ein Content nicht nachgeladen wird, bekomme ich die Meldung, Achtung, die Sache steht nicht zur Verfügung. Das ist aber momentan eine Sache, die vermutlich einfach dort ist, aber nicht weiterentwickelt wird. Sie ist halt nicht so wie dieses Offline-Over oder dergleichen. So komfortabel ist sie nicht. Was es gibt, ist hier oben der Punkt, der nennt sich SkyDrive. Microsoft SkyDrive kennt, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich schon mal jeder von Ihnen irgendwie mal gehört, ist ein Online- oder sozusagen Cloud-Speicherplatz, den ich mir mieten kann bei Microsoft, entweder kostenfrei oder kostenpflichtig. Und SkyDrive gibt es sozusagen in 2 Varianten. Einmal einen normalen SkyDrive, das ist sozusagen der gleiche, den man auch aus der Cloud kennt. Und es gibt einen SkyDrive Pro. Und SkyDrive Pro ist sozusagen der, ja, ehemalig im alten SharePoint heißt das SharePoint Workspace. Das war ein Tool, mit dem konnte ich ursprünglich, also in ganz alten Versionen war es Microsoft Groove, mit Groove konnte ich sozusagen, Groove ist sozusagen Nachfolger vom Aktenkoffer, wenn man so möchte. Der Aktenkoffer, mit dem ich Daten auf mein Notebook mitnehmen konnte, danach kommt Microsoft Groove, mit dem ich sozusagen die Möglichkeit habe, Daten von Filesystemen, vom SharePoint, vom beliebigen System zu synchronisieren und auch wieder zurückzuschreiben. Das ist sozusagen in der 2010er Version der SharePoint Workspace geworden und in der 2013er Version ist es sozusagen der SkyDrive Pro. Das heißt, SkyDrive Pro hat nichts mehr mit der Cloud zu tun, sondern ist einfach nur der SharePoint, der sozusagen Ihnen die Daten lokal bereitstellt. Und diesen SkyDrive Pro Account oder SkyDrive Pro Client gibt es sozusagen für den PC einmal. Den gibt es heutzutage schon problemlos. Das heißt, Sie können hier oben auf den Button klicken und bekommen sozusagen die Daten, die Sie jetzt hier sehen, lokal auf dem PC synchronisiert und können damit weiterarbeiten. Word-Dokumente und dergleichen. Kommen Sie wieder ins Unternehmen, stöpseln sich ein, werden die Daten wieder abgeglichen. Das war vorher auch schon möglich. Neue Funktionalität ist, dass Microsoft zum einen für Windows Phone, für iPhones, aber auch, ich glaube, für Android, von meinem letzter Stand jetzt, auch eine SkyDrive Pro App anbieten wird, mit der ich dann sozusagen offline meinen SharePoint-Inhalt mitnehmen kann. Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt hier meinetwegen meine aktuellen Preislisten oder was auch immer ich im SharePoint habe, das möchte ich gerne mitnehmen nach unterwegs. Dort habe ich die Möglichkeit, auf den Button zu drücken im SharePoint, dann öffnet sich meine App und in der App wird es dann synchronisiert und ich habe dann meine Daten lokal und kann oder auch offline und kann damit dann arbeiten. Das ist sozusagen noch der Weg, den Microsoft an der Stelle verfolgt mit diesen lokalen und nativen Apps, die ich dann noch installieren muss. Also nicht als Web-App. Ja, die Menüleisten sehen auch so aus. Ich habe immer, wenn ich die Rechte habe, gleich Bearbeitungsbuttons. Schauen wir uns live an, weil da habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier eine horizontale Leiste was ändern möchte, klicke ich auf den Button, kann hier die horizontale Leiste anpassen, ich kann die vertikale Leiste anpassen, ich kann auch die Navigation, dazu kommen wir vielleicht später noch einmal, komplett dynamisch aufbauen.
Aktuell ist es häufig so, dass man diese klassische Baumstruktur hat. Ich habe eine Oberseite, in der Oberseite gibt es eine Unterseite, in der Unterseite gibt es eine Unterseite. Ich navigiere mich durch. Habe ich halt ein großes Unternehmen beispielsweise mit unterschiedlichen Standorten, kann es ja sein, dass ich sage, es gibt meinetwegen einmal eine Seite, die heißt Hamburg, eine, die heißt Hannover und eine heißt Berlin. Unter Hannover gibt es wieder eine Unterseite namens Personal. Unter Hamburg gibt es eine Unterseite, die heißt auch Personal. Unter Berlin gibt es auch eine, die heißt Personal. Und unter einen und den drei jeweils noch mit Marketing. Wenn ich nun aber die Dokumente angezeigt bekommen möchte, die sozusagen über alle Seiten hinweg angezeigt werden, das heißt, ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte mich in den einzelnen in den Standort reinklicken und im Standort in den Ordner reinklicken, sondern ich möchte direkt sozusagen sagen, zeige mir alles an, was in den Unterseiten Personal liegt, habe ich die Möglichkeit, oben mir die Leisten dynamisch aufzubauen. Also ich sage, überall, wo die Seite Personal heißt, zeigt mir den Content an. Klicke ich auf Personal und bekomme sozusagen alle Seiteninhalte auf einer Seite dargestellt. Das erleichtert mir sozusagen die Arbeit, wenn ich viele, viele Unterseiten habe, Unterstrukturen habe und mich vielleicht nicht mehr sauber durchnavigieren kann, weil es einfach zu mächtig geworden ist. Es wird aber nicht die komplette Struktur ersetzen im SharePoint zukünftig, weil einfach die Mitarbeiter noch klassisch diesen Baumstrukturgedanken haben. Ich habe eine Oberseite, wenn ich da reinklicke, gibt es die und die drei Unterbereiche. Und in den drei Unterbereichen gibt es wieder zwei Unterbereiche für unterschiedliche Abteilungen. Des Weiteren ist es so, dass der SharePoint dann im Content-Bereich standardmäßig auch solche kleinen Kacheln hat, ähnlich wie man es von Windows 8 kennt. Das heißt, ich habe dort die Möglichkeit, Seiten anzubearbeiten und dergleichen. Das ist aktuell ein Webpart, wo bestimmte Links hinterlegt sind. Die kann ich auch nicht weiter customizen, die werden am Anfang einfach erstmal nur dargestellt. Soll aber einfach zeigen, dass mit irgendeinem Update wahrscheinlich es auch so weit sein wird, dass ich mir überall im SharePoint meine Kacheln platzieren kann, ähnlich wie bei Windows 8, und ich einfach mit dem Fingertouch dann die natürlich bedienen kann und kann sagen, ich gehe jetzt in diesen Bereich rein, ich gehe jetzt in den Bereich rein, ich möchte jetzt in diesen Bereich reinschauen. Sozusagen komplett weg von der textbasierten Navigation hin zu der kachelorientierte Navigation. Die haben es ja damals schon, ja. Also, wenn man ganz böse ist, ist es ja so, SharePoint, Lotus Notes gibt es ja komischerweise sehr, sehr viele. Microsoft hatte ja damals in dem Fall nichts Wirkliches und zu Lotus Notes. Und mit SharePoint kommen sie doch sehr, sehr nah ran an die Funktionalitäten. Einige Sachen sind definitiv besser, muss man offen sagen. Einige Sachen sind sozusagen bei Lotus Notes bewährter. Also es ist wirklich, muss man halt schauen, was nimmt man denn dort. Wir selber machen einige Lotus Notes Migrationen, wo wir sozusagen Lotus Notes ablösen zu SharePoint. Gibt es auch wieder unterschiedliche Wege für, es ist halt von bis alles möglich. Also das ist interessant, weil viele auf Lotus Notes haben. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Lutz. Das ist... Nee, ich glaube, das ist... Viele Jahre Anzahl, die man sagt, auch wenn verständlich, weil da steckt natürlich wirklich viel, viel Arbeit drin. Was damals, also ich habe es beim anderen großen Konzern gehabt, da haben wir einige kleine Lotus Notes Datenbanken wegmigriert, also wirklich ganz kleine, um es einfach nur mal demonstrativ einfach mal zu zeigen, wie kann sowas aussehen im SharePoint. Von Lotus Notes zu SharePoint, wie ist das Handling, wie ist die Bedienung dann? Und da war es aber auch so, dass natürlich die Lotus Notes Entwickler gesagt haben, nee Mensch, SharePoint kann das nicht, SharePoint kann dies nicht. Und da wird natürlich gesucht, das ist ganz normal. Das ist ja einfach, wenn man in dem Fall deren Lebenswerk innerhalb von, ich sag mal, eine Stunde von A nach B migriert und mit einmal in einer SharePoint-Maske oder Microsoft-Maske rüberlegt, das gefällt ihnen nicht so. Ist aber auch verständlich. Und deswegen, also da kann man, das muss man halt wirklich mit denen ganz offen kommunizieren. Manchmal ist es so, dass es heißt, dass Unternehmensgedanke ist, wir lösen nur Lotus Notes ab, gehen komplett von Lotus weg auf die Microsoft-Welt, dann ist es einfach ein Ergebnis davon, dass man sagt, okay, wir migrieren jetzt alle unsere Datenbanken, die wir noch liegen haben, oder man sagt, man lässt immer noch Lotus Notes weiterlaufen. Ist das nicht so einfach? Ja, also man hat mehrere Wege. Es gibt zum einen, je nachdem, wie komplex diese Anwendungen sind, es gibt Migrationstools, da ist es dann ganz salopp gesagt, da ist Lotus Notes, da ist die Applikation, hier ist der SharePoint, das ist ein Formular, das ist eine Liste, das ist eine Tabelle, das ist die View, das mit dem SharePoint nachbauen, man klickt auf den Button und er zieht es rüber. Man muss aber jede Applikation danach wirklich ausgiebig testen, gar keine Frage. Komplexe Applikationen, da hat sich bewährt, dass wir diese Lösung nachgebaut haben. Weil der Grundrahmen sozusagen schon bekannt war, beispielsweise eine Kundenverwaltungsdatei, wo dann sozusagen etliche Kunden miteinander mit Geburtstagslisten, Grußkartenandockungen und was auch immer für ein System, wo man dann gesagt hat, okay gut, das System bauen wir 1:1 auf dem Bereich auf Microsoft SharePoint nach. Weil man da einfach dann genau die Sachen, die vielleicht vorher schon gestört haben, die man vielleicht vorher gar nicht, die man vorher als Platzer damit eingebaut hat, kann man gleich weglassen, weil es wird ansonsten 1:1 alles migriert. Irgendwelche Datenbanktabellen, die man gar nicht benötigt hat, die werden mit rübergezogen und da muss man natürlich mal schauen. Aber es gibt auch unterschiedliche Migrationswege dahin. Also vollautomatisiert, halbautomatisiert oder komplett manuell sozusagen neu entwickeln. Wobei neu entwickeln nicht immer gerade der komplizierteste Weg ist, weil manche Sachen lassen sich im SharePoint, ich sag mal böse, zusammenklicken, was halt im Lotus Notes wirklich viel Programmierung war. Aber umgekehrt, wo ein Lotus Notes Entwickler sagt, das war ja vorher so einfach, das konnten wir doch mit drei Klicks machen, ist im SharePoint hingegen manchmal eine Sache, wo man sagt,
da brauchen wir jetzt eine Woche oder zwei Monate. Das ist halt. Ja, also Lotus-Notes-Entwickler selber, wir haben das, ich habe einen guten Bekannten in Hamburg, der wie gesagt, ja, der auch selbstständig ist und in dem Fall macht, glaube ich, die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre ausschließlich Lotus-Notes-Entwicklung. Und der, bei dem war das ähnlich, der sagte irgendwann, Mensch, ich möchte jetzt mir mal Microsoft SharePoint angucken. Ich höre hier immer, hier gibt es Microsoft SharePoint und das ist ja super und das soll ja einfach sein. Und als ich mit dem, ja, mit dem habe ich einige Projekte durchgemacht, wo wir Lotus Notes zu SharePoint wegmigriert haben und irgendwann hat er gesagt, Mensch, ich bleibe bei meinem Lotus und du bleibst bei deinem SharePoint und so machen wir es jetzt einfach, weil der einfach nicht weg wollte, weil er gesagt hat, das ist halt eine ganz andere Welt. Also es ist wirklich nicht ohne. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe Lotus verstanden, jetzt verstehe ich SharePoint. Ja, Grundzüge verstehe ich, aber von heute auf morgen umzuspringen ist nicht ohne, weil es dann doch ein sehr komplexes Thema ist, der SharePoint selber. Ganz viele Schulungen. Ganz genau, ja, sehr gut, genau. Ja, und jetzt hat man immer keine Möglichkeit, um da echt anders zu machen. Also es scheint jetzt eben die Tendenz dahin zu gehen, dass wir eben, weil unser Konzern in der Schweiz aufgehängt ist, mit einem Exchange-Stoff aus einer Notregelung, wo er gesagt wird, und dann, weil die Manager das so wollen, wird, du bist exchanged. Und wenn ich jetzt hier mein IAO sage, wir wollen wieder Chevron machen, jetzt sehe ich die Gefahr, dass er vielleicht irgendwo schon gehört hat, dass man die Notes-Daten dann eben auch migrieren kann. So, und dann wird das irgendwann gemacht, weil es Strategie wird. Und dann ist mein Kumpel vom Fenster auf. Und da hilft es wirklich, ich weiß nicht, wie offen er ist, aber dass man sich da wirklich rechtzeitig auch auf die SharePoint-Schiene dann stürzt. Dass man sozusagen stückweise SharePoint sich dann beibringt und beibringen lässt vor allen Dingen, dass man einfach zeigt, wie läuft es jetzt eigentlich, wie funktioniert das Ganze im SharePoint-Umfeld und dass man das dann versteht und sozusagen einfach diesen Zyklus mitnimmt. Von Lotus Notes weg zum SharePoint. Wenn man sich komplett dagegen sträubt, dann ist es meistens so, dann werden diese Leute entweder ihre Datenbank für immer behalten oder sie werden ausgetauscht. Und das ist natürlich der unschöne Weg dann. Aber da, wie gesagt, ja, auf jeden Fall, also Schulung braucht man da definitiv, weil es ist jetzt nicht so, Lotus-Nutzer-Entwickler guckt sich jetzt nicht in SharePoint an und sagt, oh Mensch, das ist ja alles das Gleiche, ich kann ja hier klicken, ich hätte das ist identisch, das ist, sondern tatsächlich ein bisschen anders. Die stehen halt schon kurz vor einer Änderung, dann wollen sie sich natürlich noch irgendwo. Verständlich. Weil es ja nicht gerade ein kleines System ist. Es ist ja jetzt nicht Word für Anfänger, sondern es ist leider SharePoint und das ist halt nicht gerade, also es ist Microsoft intuitiv, aber dass Microsoft intuitiv ist, ist ja wieder. Jeder kennt ja die Intuitivität, also von der Bedieneroberfläche, wie funktioniert das, wie sind welche Buttons versteckt und dergleichen. Wenn man das einmal durchblickt hat beim SharePoint, ist es dann einfach, ja, aber man muss es erstmal verstanden haben, wie was aufgebaut ist im SharePoint. Und ansonsten ist es wirklich so, dann sitzt man da wirklich davor und denkt, ein Problem gelöst, man kommt ein neues Problem und man hat stellt fest, ich habe ja SharePoint gar nicht verstanden und steht vor einem Riesenberg. Also ging es mir damals, als ich mit SharePoint angefangen habe, erste Lösung aufgebaut, super heavy gewesen und dann die Seite nochmal wegmigriert und dann gedacht, oh, das sieht ja alles anders aus. Jetzt verstehe ich ja SharePoint gar nicht mehr. Wie ist denn das aufgebaut? Wie ist denn die Architektur? Und wo man, das ist, glaube ich, ziemlich krass, wenn man sich selber an, das ist erst ziemlich wenig intuitiv. Das ist also echt, wenn man weiß, ja, hier, aber gut, ist in der 2010 schon besser geworden, aber trotzdem, manche Sachen sind absolut unintuitiv. Definitiv. Allein schon die Sachen der Rechtevergabe und also insofern kann ich also Kollegen durchaus verstehen, dass wir vielleicht nicht viel Spaß daran haben, aber andererseits kann man auch viel mitmachen. Ja, definitiv, man kann viel mitmachen, aber es ist natürlich in der Hinsicht, es ist nicht gerade intuitiv und deswegen, wenn man vorm SharePoint mal steht und feststellt, weil es kommt immer wieder das Gefühl, Mensch, man weiß ja selber vielleicht doch gar nichts, weil man feststellt, irgendwie ist hier ein Button und warum ist jetzt diese Schaltfläche, wieso geht jetzt diese Seite nicht und wieso geht es auf der Seite. Es kommen immer wieder Sachen vor, wo man denkt, das kann nicht sein. Was sich nachher erklären lässt, was aber nicht unbedingt verständlich ist, aber weil es einfach die SharePoint-Logik ist, weil davon unterschiedliche Abhängigkeiten sind. Im Hintergrund sind es ja auch unterschiedliche Entwicklerteams. Die einen programmieren das so und die anderen programmieren das so. Und da gibt es halt mal im SharePoint für eine und dieselbe Funktion drei Namen. Wenn man natürlich denkt, okay, ich habe doch die Funktion schon aktiviert, ja, aber die Funktion gibt es dort auch noch und dort auch noch, dann wird es halt schwierig. Aber das, wie gesagt, ist halt ein Problem oder ein Phänomen, was es halt schon immer im SharePoint gibt. Und ja, entweder man muss irgendwann mal mit reinwachsen und wenn man drin ist und sich da vertraut fühlt, dann geht es dann auch. Aber es ist am Anfang halt ein ganz normales Ablauf. Einfacher geworden. Also ja. Ich habe SharePoint 2003 wieder aufgegeben, weil ich dieses Produkt sowas von unendlich kann. Wenn man so dermaßen überhaupt nicht klargekommen. Und wenn man eine Schulung mal mit 4 Wochen hält und es einfach keinen logischen Grund gibt, warum ein Menü in einem Menü in einem Menü genau da zu finden ist, genau. Dann geht es mal wieder von vorne an. Hundertprozentig, genau, das ist es. Das ist schon echt besser geworden, das war früher wirklich viel, viel schlimmer. Also SharePoint 2003 ist auch wirklich also, ja, ein Top-Produkt gewesen. Also es funktionierte super, gar keine Frage, aber es war natürlich für die Administration Horror. Weil es war, man konnte eigentlich sein ganzes Wissen, was man bisher hatte, konnte man beiseite stellen, was brauchte man an der Stelle nicht, weil es komplett wieder eine eigene Welt war.
Es gab Begrifflichkeiten, die keiner verstanden hat, wo man gesagt hat, wieso nennt Microsoft das so? Wieso gruppiert Microsoft diese drei Begriffe unter dem Bereich? Die hätte ich doch eher unter System gefunden. Oder, und das sind halt so wirklich ganz, ganz viele Phänomene, wo man davor sitzt und sagt, das kann nicht sein. Das Ganze ist sozusagen in den neuen Versionen natürlich besser geworden. Aber natürlich ist es zum Glück auch immer noch so, dass man es, wie gesagt, vom alten wiedererkennt. Das heißt, wenn man ein altes System kennt, dann findet man sich im neuen auch relativ schnell wieder. Aber wie gesagt, komplett umgestellt haben sie es natürlich nicht. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo man, wo selbst wir manchmal sitzen und sagen, das kann doch nicht sein. Wieso haben sie es denn so genannt? Das macht den das System Endkunden noch schwerer, das überhaupt noch zu benutzen. Aber ja gut, ist halt wie gesagt nie ohne. Ja, im SharePoint selber, hier sieht man es auch ganz, ganz stark, dieses Thema weniger Farben, weniger Buttons, weniger Logos, weniger Icons. Und zwar ist das sozusagen eine SharePoint-Liste mit unterschiedlichen, in dem Fall ja, Mobilfunkverträgen, wo einfach Dokumentenmappen, also ähnlich wie Ordner hinterlegt sind, die gruppiert sind. Im alten SharePoint war es so, man hat die Gruppierung gehabt, man hat hier in der Mitte einen Webpart gehabt, man hatte oben eine klar getrennte Linie, wie wir vorhin gesehen haben, in der horizontalen und in der vertikalen. Und hier sieht man, das Ganze ist irgendwie lose. Das heißt, es gibt keinen richtigen Rahmen. Es hängt alles lose miteinander. Und das ist sozusagen auch das, was man, der neue SharePoint verfolgt, dass man gar nicht mehr so eine feste Struktur hat, sondern alles relativ dynamisch ist. Das heißt, ich sehe jetzt hier meinen Inhaltsbereich, ich sehe jetzt Datei suchen. Ich habe hier eine Suche, die gehört dazu. Weil Microsoft sagt, darüber finden die Benutzer vielleicht das einfacher. Wir wissen, sie haben jetzt hier den Bereich und können auch gleich sagen, hier Datei suchen. Und haben nicht mehr hier oben rechts die Suche, wo sie vorher versteckt war, sondern haben gleich in dem Bereich die Suche. Und so ist es sozusagen an jeder Stelle immer ein bisschen optimiert. Viele Schaltflächen raus, irgendwelche Trennlinien, die man vorher hatte. Schatteneffekte gibt es nicht mehr. Es wurde sozusagen alles rausgenommen und wirklich minimalisiert. Wirklich aufs Wesentliche reduziert, dass ich wirklich nur noch den Inhalt habe. Ich sehe Vertragspartner, welcher Vertragspartner ist das, was für ein Gerät geht es. Ich kann es anklicken, bekomme den Inhalt angezeigt. Ich kann danach suchen. Ich kann hier oben auch sagen, ganz groß dargestellt, ein neues Dokument erstellen. Könnte ich auch auf den Button klicken. Das heißt, ich bekomme sehr, sehr schnell dargestellt, wie sieht das Ganze eigentlich aus. Wo darf ich klicken, wo kann ich nicht klicken. Das ist aber nur optisch jetzt hier. Also dieses Webpack-Bereich und sowas ist jetzt immer noch. Ja, genau. Das heißt, wenn ich die Seite bearbeite, habe ich natürlich immer noch, wie beim bestehenden SharePoint, habe ich hier eine Webpart-Zone. Da habe ich hier rechts noch vielleicht noch eine Webpart-Zone, wo ich die Webparts verschieben kann. Das ist aber wirklich noch für den Endbenutzer, der einfach seinen Bereich, es gibt weiterhin die klassischen Webparts-Listen. Das ist immer, existiert immer noch. Es ist einfach nur für den Nutzer, er hat keine festen Kanten mehr. Vorher war es ja so, dass der linke Rahmen ein bisschen hervorgehoben war, wie man es von vielen Webseiten kennt, was ich persönlich auch schön fand. Im neuen System hängt es irgendwie alles lose. Das hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun, aber es ist einfach nur, ja, die Trennlinien sind rausgenommen und einfach untereinander weggeschrieben, um einfach die Irritierung oder wo das Auge einfach vielleicht nicht mehr so sauber langlesen kann, um das einfach zu vermeiden. Und deswegen hier oben sehen wir auch die unterschiedlichen Seiten, die es dann gibt. Ich sehe, ich bin jetzt in dem Bereich Verträge unter Verwaltung. Ich sehe aber auch im Vertriebsbereich, Personalbereich, Marketingbereich, Qualitätsmanagementbereich. Und diesen Bereich kann ich mir natürlich noch dynamisch aufbauen. Ich sehe, es gibt einen Pfeil, ich könnte jetzt hier reingehen, bekomme wieder die Seite angezeigt. Aber ich sehe sozusagen vom Aufbau her, ist das Ganze wirklich ganz, ganz stark reduziert und keine unnötigen Schaltflächen, unnötigen Buttons, irgendwie das Ribben, was oben immer offen ist, das ist standardmäßig immer ausgeblendet, dass ich halt nicht störend sehe, dass ich wirklich möglichst viel Inhalte habe und mich durch den Inhalt navigieren kann. Möchte ich solche Inhalte bearbeiten? Gibt es im SharePoint eine Möglichkeit, dass ich dort sogenannte, früher im alten SharePoint hieß diese sogenannte Inline-Bearbeitung. Das heißt, ich hatte eine Tabelle, ähnlich wie man sie vom Excel her kennt, wo es halt im SharePoint, wo ich zum Beispiel unterschiedliche, meinetwegen Lizenzschlüssel hatte. Welches Produkt, welcher Lizenzschlüssel, für wie viele Nutzer darf der verwendet werden? Weil ich meinetwegen eine Liste komplett weggeht oder in eine Reihe weggeht. Und hier ist es so, ich kann es im SharePoint umstellen und habe es ähnlich in dieser Ansicht wie in so einer Excel-Liste, bekomme es dargestellt. Da ist aber nicht, es greift lokal nicht mehr auf dieser Excel-API zu, das war damals so, sondern es rendert das Ganze automatisch im Browser und ich habe hier die Möglichkeit, gleich direkt meine Datensätze zu bearbeiten. Das können jetzt zum Beispiel auch meine ganzen Kundenlisten sein. Ich habe hier 1000 Kundenansprechpartner und klicke einfach in den Kundenansprechpartner rein und sage, der hat eine neue Durchfallnummer, der hat eine neue Nebenstelle oder und ändere die Sachen gleich. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich das Recht natürlich immer dazu habe, hier oben direkt neue Spalten anzulegen. Es gibt hier oben einen kleinen Button, ein kleines Kreuz. Wenn ich auf das Kreuz draufklicke, kann ich sagen, ich möchte ein Textfeld haben, ich möchte ein Zahlenfeld haben, ich möchte eine Textbox haben oder ein Datum- und Uhrzeitsfeld und ich kann mir darüber diese Listen relativ einfach zusammenbauen. Im alten SharePoint war es ja bisher so, Sie haben diese Liste gehabt, klicken auf die Liste rauf und haben dann gesagt, ich füge eine neue Spalte hinzu. Haben eine neue Spalte erstellt, wenn Sie zum Beispiel ein Urlaubsantragsformular aufbauen wollten, haben Sie eine leere Liste genommen und in dieser Liste haben Sie eine Spalte angelegt, Urlaub von, Urlaub bis, Anzahl der Urlaubstage und welcher Mitarbeiter möchte den Urlaub haben. Und dann haben sie so ein Statusfeld angelegt. Und haben sozusagen immer gemacht, neue Spalte anlegen.
Hier können Sie es im Neuen, können Sie einfach sagen, Sie legen eine leere Liste an und können einfach hier oben über das Plus mal sagen, Sie brauchen eine Textspalte, Sie brauchen eine Personenspalte, Sie brauchen eine Datumspalte und klicken sich das da relativ schnell zusammen, welche Spalten Sie brauchen. Natürlich muss man dahinter noch eine Logik bauen, welche Mitarbeiter oder was soll passieren, wenn ein Eintrag angelegt wird und dergleichen. Die sogenannten Workflows. Die Workflows sind ja sozusagen die Prozesse digitalisiert, dass man sagt, es läuft über diesen Schritt, in den Schritt, in den Schritt und wenn der es nicht genehmigt, geht es wieder zurück. Und da hat Microsoft auch sehr, sehr viel dann geändert und auch verfeinert und verbessert. Denn die Workflows bisher im SharePoint waren nicht so schön. Das heißt, so ein Genehmigungsworkflow, den aufzubauen, war möglich, aber hatte viele, viele kleine Falltüren. Ja, gibt es jetzt hier erstmal von der Oberfläche, von der Bedienung her Fragen oder Unklarheiten? Gegebenenfalls nachher, wenn wir es mal live sehen. Genau, die SharePoint-Features. Das sind sozusagen die neuen Funktionalitäten. Das heißt, alles, was der alte SharePoint kann, hat sozusagen auch der neue SharePoint. Das ist sozusagen die Funktionalitäten, sind eins zu eins mitgenommen. Sowohl in dieser kostenlosen Version SharePoint Foundation, als auch in den Serverprodukten. SharePoint Server 2010 Standard, auch in SharePoint Server 2013 und SharePoint Server 2013 Enterprise. In die Versionen sind zwar einzeln mitgenommen und es sind auch neue Funktionalitäten hinzugekommen. Und wir haben jetzt hier mal einen kleinen Auszug von einigen Funktionalitäten, die ich relativ schnell durchspringen werde, weil ich sie gerne live zeigen möchte, weil einige, denke ich mal, relativ interessant sind und von den Funktionen, ja, zukünftig, denke ich mal, vielleicht bei dem einen oder anderen doch in bestimmten Abteilungen Mehrwert bringen könnte. Und zwar, es gibt im SharePoint, ja, fangen wir erstmal ganz kompliziert an, es gibt im SharePoint die sogenannten Work Management Services. Die Work Management Services ist sozusagen eine Funktion wieder, wie so eine Rolle im, ja, oder wie ein Feature quasi beim Server. Ich kann sozusagen im SharePoint eine Funktion aktivieren, Voraussetzung ist davon, ich muss den ganz großen SharePoint haben. Die Work Management Services haben folgende Funktion. Ich habe in unterschiedlichen Systemen Aufgaben zu erledigen. Das heißt, der Mitarbeiter weiß nachher, ich habe im SAP muss ich Aufgaben erledigen, ich habe meine Outlook-Aufgaben, die ich erledigen muss, ich habe im SharePoint vom Urlaubsmanagement 3 Aufgaben, vom Qualitätsmanagement 2 Aufgaben, ich habe überall Aufgaben verstreut. Das heißt, der Mitarbeiter muss jetzt sozusagen seine 10 Systeme durchklicken, bis er weiß, habe ich alle meine Aufgaben erledigt. Weil ansonsten geht ja irgendwas unter. Gucke ich nicht in SharePoint rein, vergesse ich meine SharePoint-Aufgaben. Gucke ich in mein Outlook nicht rein, gehe meine Outlook-Aufgaben verloren. Und genau da hat Microsoft die sogenannten Work-Management-Services rausgebracht, die sozusagen eine Integration in unterschiedliche Systeme bietet. Das heißt, ich kann alle meine Aufgaben, die ich habe, sei es zum einen aus dem SharePoint natürlich selber, aber auch aus externen Systemen, wie aus dem Exchange, habe ich im Exchange Aufgaben. Greift dieses SharePoint in den Exchange rein, zieht sich die Aufgaben raus. Welche Aufgaben sind mir zugewiesen? Aus dem Project-Server. Der Project-Server selber basiert ja auf Microsoft SharePoint, zieht sich auch sozusagen Informationen raus, die Aufgaben. Aber auch an andere Systeme. Aktuell sind sozusagen die Systeme, die Microsoft offiziell angibt, das sind Project-Server, Exchange-Server, SharePoint selber und wenn ich jetzt einen Connector habe zu meinem SAP-System mit Duet Enterprise, da habe ich eine Schnittstelle zu meinem SAP, dann kann ich alle meine Aufgaben, die in den Systemen liegen, in einer Oberfläche dargestellt bekommen. Beispielsweise in meinem Outlook, aber auch in meinem SharePoint. Das heißt, wenn ich im SharePoint bin, über meinen Browser darauf zugreife, sehe ich gleich, ich habe 3 neue Aufgaben. Eine kommt aus dem SAP, eine kommt aus dem System, eine kommt aus dem System. Ich kann die Aufgaben genau an der Stelle abschließen, die Aufgabe wird abgeschlossen und das System kann gleich weiterarbeiten. Habe ich beispielsweise im SAP einen Rechnungsfreigabeprozess hinterlegt, dass eine neue Rechnung reingegeben ist und ich muss sie freigeben. Poppt automatisch im SharePoint bei mir eine kleine Lampe auf, puppt, ich habe eine neue Aufgabe, klicke auf die Aufgabe und kann an der Stelle sagen, diese Aufgabe möchte ich abschließen mit den und den Werten, die kann ich dann wieder mitgeben. Und dann wird die Aufgabe sozusagen an der Stelle abgeschlossen, die Informationen gehen zurück wieder an das System und das System arbeitet dann weiter. Hier unten sehen wir, es gibt noch weitere Systeme, wie Navision und Co. Das ist von Microsoft noch nicht offiziell bestätigt, aber es kommen zukünftig Konnektoren für andere Systeme raus, dass ich halt unterschiedliche Systeme andocken kann oder ich kann natürlich selber Schnittstellen entwickeln. Das heißt, habe ich irgendeine CRM-Software oder habe ich irgendeine Software, die vielleicht selbst entwickelt ist und dort liegen Aufgaben drin, beispielsweise noch im Lotus Notes und ich möchte es nicht ablösen, dann kann ich natürlich auch sagen, okay gut, wenn ich da reingreifen kann, muss ich mir diese Schnittstelle einmal entwickeln und dann bekomme ich auch diese Aufgaben in SharePoint angezeigt. Und habe sozusagen nachher für den Mitarbeiter selber immer nur eine Oberfläche, wo alle meine Aufgaben sind. Und er braucht morgens in seinen SharePoint gucken und sieht, ich habe 4 Aufgaben. Erledige ich die 4 Aufgaben und es geht ganz normal weiter. Und er muss halt nicht seine SAP-Maske offen haben, sein SharePoint offen haben, sein Outlook offen haben und vielleicht noch seine Vision offen haben, um zu sehen, wo muss ich jetzt was genau machen. Weil das ist ja heutzutage das Problem, dass man relativ viele Systeme hat, verteilte Datenhaltung und natürlich, wenn man unterschiedliche Prozesse hat,
die kann man nicht alle mit SharePoint erledigen oder auf einem System. Und dementsprechend greifen sozusagen diese Funktionen in die Systeme rein und fassen sie zusammen an einer Stelle. Ja. Eine Frage, ohne es vielleicht vorbereiten zu wollen, das kommt ja auch noch, aber gibt es was Ähnliches auch für Kontakte? Weil das Problem, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, gibt es ja, kann ja Outlook und SharePoint surfen. SharePoint versteht sich wunderbar, Outlook und Exchange schon oder sowieso, aber wenn ich beim SharePoint sehen will, was für Kontakte in im Exchange Server drin sind oder umgekehrt, das geht ja noch nicht. Also zumindest weiß ich nicht wie. 100% richtig, also das hat sich auch bis jetzt noch nichts geändert an der Stelle. Genau, und zwar ist das so, ich kann natürlich meinen Exchange durchsuchen. Wenn ich im Exchange beispielsweise öffentliche Ordner habe und dort, so ist es ja häufig, öffentlichen Ordner und in dem stehen alle meine Ansprechpartner. Ansprechpartner nach unterschiedlichen Niederlassungen aufgegliedert oder Kundenkontakte, was auch immer, dann kann ich die im SharePoint durchsuchen. Dann finde ich sie über die Suche, aber ich habe immer noch nichts gewonnen, weil da liegen die Kontakte und ich habe in meinem Outlook Kontakte und ich habe im SharePoint Kontakte. Und das ist leider so eine Sache, die ist bis jetzt noch nicht besser bewältigt worden. Ja. Kann man also wirklich auch nicht unbedingt verstehen. Was noch viel schlimmer ist, dass sozusagen, wenn ich die Kontakte aus dem SharePoint auf mein Mobil oder auf mein Auto synchronisiere, habe ich es nicht wiederum auf mein Mobildevice, wenn ich jetzt kein Windows Phone habe. Beim Windows Phone habe ich sie drin. Habe ich aber kein Windows Phone, sind die Kontakte zwar ja, im SharePoint, aber ich habe mir keine Chance, mit dem iPhone oder Android-System auf meine Kontakte zuzugreifen. Genau, ja, genau, das globale Adressbuch, aber ich kann nicht, der SharePoint synchronisiert sich nicht mit dem globalen Adressbuch. Ja. Das ist nämlich das Problem. Das heißt, wenn die Kontakte im SharePoint liegen und nicht im globalen Adressbuch, dann ist genau, und das ist sozusagen, das ist immer noch so eine Sache, die... Das kann ja das globale Adressbuch besuchen und auch meine ganzen Kontakte, ne? Also genau. Aber ich kann zum Beispiel nicht, weil wenn ich im SharePoint was eingetragen habe, oder beziehungsweise dann, ich habe immer zwei Listen. Also momentan ist ein super, super, super unschöner Punkt, definitiv. Also und da ist es auch so, dass es schon, glaube ich, bei Microsoft etliche Male bemängelt worden, vor allem, weil diese Synchronisierung mit den mobilen Geräten unschön ist, weil es halt auch manche Anbieter, oder wir haben auch selber schon, ja, unsere eigene CRM-Software ist auf SharePoint-Basis und es ist natürlich echt unschön, wenn wir da die Kontakte drin haben, ich sie aber auf meinem Mobildevice nicht habe, weil dort liegen die Kontakte, dort pflege ich die, sie werden aber nicht synchronisiert, weil es einfach nicht unterstützt wird. Das ist natürlich so eine Sache, die ist... Genau, das ist ein genauer Punkt, genau wie sowas, das haben Sie mich irgendwie auch angesprochen. Ist leider ein Punkt, der, ja... hoffentlich irgendwann mal geändert wird. Und wie gesagt, diese Workmanagement-Services sind dazu oder gedacht, um aus unterschiedlichen Systemen Aufgaben zusammenzufassen und mir in einer Maske bereitzustellen. Das sozusagen, das gab es früher noch nicht im anderen System, da hatte ich zwar die Möglichkeit, mir meine Listen im Outlook selber, wenn ich mein Outlook habe, zusammenzuziehen. Das war möglich, dass ich mir alles in mein Outlook reinziehe. Aber da hatte ich 10 Listen, ich konnte auch Übersichtsmasken bauen im Outlook. Aber jetzt ist, wie gesagt, der große Vorteil, es liegt eigentlich alles im SharePoint. Und ich kann auch über den SharePoint MySite das Ganze bearbeiten, ändern und habe sozusagen eine Oberfläche, die ich verwalte. Eine Funktion, die ich, glaube ich, vor 3 Jahren selber gebraucht oder gut gebrauchen könnte, sind die sogenannten ja, Machine Translation Services. Das ist im Prinzip ein Übersetzungsdienst, den Microsoft anbietet für den SharePoint. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Dokumente, aber auch komplette Webseiten, die im SharePoint sind, auf einer anderen Sprache zu übersetzen zu lassen. Ich habe zum Beispiel eine deutsche Webseite, die in Deutschland gehostet wird und ich habe jetzt mal eine Außenstelle in Polen. Und die in Polen möchten gerne auf diese Informationen zugreifen. Dann war es bisher so, ich hatte beim SharePoint 2010 Möglichkeiten, also beim 2010 erstmals die Möglichkeit, ein Language Pack zu installieren. Das Language Pack hatte folgende Auswirkungen, es hat nachgeschaut, welche Sprache hat der Browser als Einstellung und nehme diese Sprache dann. Das heißt, dann war das Ribben und auch alle Einstellmenüs in der Sprache. Beispielsweise in Polnisch. Das Problem, was ich aber dann an der Stelle hatte, war natürlich, dass der Inhalt nicht polnisch war, sondern das waren weiterhin die deutschen Dokumente. Das heißt, habe ich ein Dokument geöffnet, habe es in dem Fall in der falschen Sprache gesehen. Und da ist es so an der Stelle, da hilft Microsoft mit diesen Machine Translation Services, dass diese Seiten auch komplett übersetzt werden können. Man kann das einstellen, dass bestimmte Seiten immer übersetzt werden, man kann einstellen, dass bestimmte Dokumente übersetzt werden oder ich habe auch als Mitarbeiter selber die Möglichkeit zu sagen, ich habe ein Dokument, was ich gerade geöffnet habe, das ist in der falschen Sprache und in diesem Dokument, das Word-Dokument öffne ich im Browser, klicke auf den Button rauf und dann wird es übersetzt. Dann bekomme ich es angezeigt. Technisch funktioniert das Ganze relativ simpel. Es geht einfach an die Bing-Übersetzung, also ähnlich wie die Google-Übersetzung, werden die ganzen Informationen einmal hingeschoben. Ich brauche dazu einen Bing-Account, den ich hinterlege. Da würden die von Microsoft einmal kurz verarbeitet, die Daten gehen wieder zurück und ich bekomme dann sozusagen meine Informationen angezeigt. Nun ist natürlich immer die Frage, mit welchen Informationen mache ich das? Wie geheim sind die Informationen? Habe ich irgendwelche großen Maschinenbaupläne oder dergleichen?
oder dergleichen. Möchte ich sowas gerne übersetzen lassen von einer cloudbasierten oder vom cloudbasierten Dienst, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Übersetzungen sind auch auf dem üblichen Übersetzungsniveau nicht. Ja, ja, es ist. Also ich habe jetzt gerade vor ein paar Monaten gelesen, dass Microsoft Research da irgendwie was Neues hat. Sie wollen damit sogar die simultane Übersetzung hinkriegen. Das soll richtig gut funktionieren. Genau, aber es ist aber an der Stelle noch nicht verwendet, aber die sind da momentan, also Sie sagten jetzt, innerhalb der nächsten 2 Jahre wollen sie wirklich so weit sein, dass man diese Texte nicht unbedingt noch mehr alle Korrektur lesen muss. Sondern dass ich einfach sage, ich lasse das Dokument übersetzen, speichere es im SharePoint rein und zu 99,9% passt es, außer da ist jetzt irgendwie ein Dialog drin, der jetzt nicht gerade irgendwie Sinn machte. Aber ansonsten, also die ja, sind da jetzt wirklich mit Nachdruck dran, dass sie jetzt dieses immer mehr hinbekommen. Ich selber habe es vor 2 oder 2,5 Jahren, muss es etwa gewesen sein, haben wir eine SharePoint 2007-Umgebung auf 2010 migriert. Hintergrund war da, der Kunde hat immer mehr Standorte gekriegt, europaweit. Problem war, der SharePoint war auf Deutsch installiert. Das heißt, die haben gesagt, ja, die anderen Länder haben sich wirklich ganz, ganz schwer getan, weil die gar nicht wussten, was sind das. Die haben sich anhand der Schaltflächen wirklich nur noch gemerkt, wo muss ich klicken. 3 von oben, 4 von oben, weil es einfach nicht anders möglich war. Dann haben wir gesagt, mit dem SharePoint 2010 gibt es ein Language Pack, das installieren wir. Und dann haben automatisch alle Standorte diese Sprachen. War wunderbar, Language Pack war installiert. Und die nächste Anforderung vom Kunden war natürlich, was ist mit meinen Dokumenten, was ist mit meinen Inhalten? Ja, und die muss man natürlich noch selber übersetzen. Dann war es so, dass wir natürlich die Dokumente eingelegt haben und dann hat der Kunde in dem Fall immer in 2 Sprachen, also in dem Fall in Deutsch und in Englisch, die Dokumente abgelegt. Das heißt, er hat einen Übersetzer eingestellt, der sozusagen die Dokumente übersetzt hat. Von diesen gefühlten tausend Dokumenten, die da hinterlegt waren, wurden effektiv, so sagte er mal, vielleicht 30, 40 Dokumente regelmäßig benutzt. Die anderen, ja, lagen dort einfach, weil sie dort liegen mussten. Und an der Stelle hätte man vielleicht mit diesem System etwas weiterkommen können. Auch wenn es natürlich noch nicht hundertprozentig ist, aber wenn man vielleicht den Sinn versteht von der ganzen Information. Ja, SharePoint Geolocation. SharePoint Geolocation ist eine umstrittene Funktionalität oder eine umstrittene Schnittstelle, die der SharePoint bietet. Ich habe nämlich die Möglichkeit, egal wie der Mitarbeiter, wo der Mitarbeiter irgendeine Information eingibt, ich kann, wenn ich es möchte, an bestimmten Schnittstellen, oder ich kann an bestimmten Seiten im SharePoint sagen, wenn der Mitarbeiter hier ein Dokument hochlädt, speichert er seinen Standort mit. Das hat den Vorteil, dass ich natürlich genau nachvollziehen kann, wo befindet sich der Mitarbeiter gerade. Ist er gerade unterwegs? Wo ist er gerade, wenn er dieses Dokument hochgeladen hat? Ich habe natürlich aber auch die Möglichkeit, um das Ganze jetzt also negativ gesehen, datenschutztechnisch ist es natürlich wird's ganz, ganz schwierig. Weil wenn ich jetzt unterwegs bin und lade jetzt von meinem mobilen Telefon ein Bild hoch und mein Vorgesetzter sieht das und sagt, Mensch, oder ich schreibe ein Angebot und lege das Angebot im SharePoint ab, der SharePoint speichert ab, okay, dank meinem mobilen Device, wird der Standort gleich mit übertragen, ich sitze meinetwegen irgendwo in Italien am Strand, kommt vielleicht nicht so gut. Deswegen ist es so, dass man das natürlich unterschiedlich berechtigen muss im Unternehmen und schauen muss, wie setzt ihr das durch. Alternativ ist diese Schnittstelle aber wieder sinnvoll, wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, wir machen eine digitale Bauakte oder dergleichen. Und ich habe einfach mein Mobiltelefon und mache einfach Fotos von den unterschiedlichen Baustellen, die ich habe. Und bin draußen an dem Projekt dran, mache dort ein Foto. Und der SharePoint speichert sich diese Bilder, die ich gerade gemacht habe, und hinterlegt die sozusagen gleich immer anhand des Punktes, wo ich das Foto gemacht habe, wird automatisch das zu der Baustelle zugewiesen. Weil er weiß, aha, das Foto wurde jetzt in dem Raum gemacht, und hier ist die Baustelle, das Foto gehört jetzt hierzu, als Beispiel. Das heißt, man kann es auch wieder nützlich sehen, wenn man es für unterschiedliche Lösungen aufbaut. Ist wie gesagt eine Sache, die auch technisch wieder in dem Fall über Bing Maps funktioniert, wo einfach die Koordinaten gespeichert werden, sobald ich rauf zugreife, und diese Koordinaten werden dann im SharePoint mit weggespeichert. Natürlich nur da, wo ich es aktiviere. Und das kann ich sozusagen sowohl für Daten machen, wie gesagt, was ich gerade als Beispiel hatte, wie so ein Bau, wenn ich jetzt unterschiedliche Baustellen begutachten muss und ich mache dort überall Fotos und mit dem Smartphone lasse ich sozusagen automatisch hochladen. Dafür könnte es interessant sein. Für andere Sachen muss man halt schauen. Du, über welche Seite greift welcher Nutzer zu oder wo hat gerade wer diesen Eintrag erstellt? Da wird es natürlich dann irgendwann schwierig, datenschutztechnisch. Wie bitte? Genau. Ganz große. Ja, Drag and Drop einer, ich sage mal wirklich meiner Lieblingsfunktion. Ich habe eine SharePoint-Bibliothek. Früher war es so im SharePoint, ich hatte meine Einträge, meine Ordner, meine Dokumente, meine Excel-Dokumente, PDF-Dokumente, Word-Dokumente, alle untereinander. Wollte ich ein neues Dokument hochladen, hatte ich immer einen kleinen Button, neues Dokument hochladen. Ich habe auf den Button draufgeklickt, habe einen kleinen Dialog bekommen. Und dort hatte ich noch die Möglichkeit, ich konnte entweder sagen, ich durchsuche jetzt das Dokument oder ich durchsuche jetzt meinen PC, ging mit meinem Filesystem und habe gesagt, das Dokument möchte ich hochladen. Oder es gab damals einen sogenannten Mehrfachdatei-Upload. Dieser Mehrfachdatei-Upload war sozusagen ein kleines, ich weiß gar nicht, was ist Silverlight oder ein Ajax-Steuerelement, Silverlight oder das Ajax-Steuerelement, was sozusagen sich im Vordergrund gezogen hat und hat gesagt, okay, jetzt kann ich auch per Drag and Drop die Dokumente reinziehen. Das wurde aber immer erst genommen, wenn ich reingeklickt habe, neues Dokument hinzufügen, Mehrfachdatei-Upload und dann konnte ich erst die Dokumente reinziehen.
Im SharePoint hingegen habe ich jetzt die Möglichkeit, ich bin in einer Dokumentenbibliothek, ich befinde mich irgendwo und kann sagen, ich möchte an dieser Stelle ein Dokument reinziehen. Ich kann wirklich per Drag and Drop ein Dokument nehmen, ziehe es von meinem Desktop rüber und lasse es jetzt hier los und automatisch wird es dort abgelegt. Ich gleich mit hochgeladen und gegebenenfalls, wenn ich Verschlagwortung mitgeben muss, geht ein kleines Pop-up auf, dass ich bestimmte Parameter mitgeben muss. Und kann es dann erst einchecken. Gib meinetwegen ein neues Vertragsunterlage, die ich bekommen habe, ziehe die rein, gehört zu diesem Vertrag, lasse sie los, gehe einen Dialog auf, sage, Sie müssen jetzt folgende Randinformationen mitgeben, wann das Vertrag beginnt, Vertragsende, gebe alle Informationen ein, speichere das Ganze, das Dokument wird eingeschickt. Das ist eine Funktion, die, denke ich mal, vieles einfacher macht, weil viele, die mit SharePoint gearbeitet haben und mit den Dokumenten im SharePoint, sind häufig daran gescheitert, sie hatten einen Ordner, in einem Ordner hatten sie wieder ein Dokument, das wollten sie von A nach B verschieben, eine Ebene höher schieben, war nicht möglich, mussten es im Explorer öffnen, haben sich dann SharePoint-Bibliotheken als Explorer-Laufwerke eingebunden. Das war nämlich auch möglich, dann war das sozusagen so eine technische, eine WebDAV-Verbindung. Wo ich sozusagen meinen Inhalt, der im SharePoint lag, in so einem optischen Netzlaufwerk gesehen habe und konnte mich auch durchnavigieren und konnte Dokumente verschieben. Das Problem an der Stelle war immer, dass es relativ träge war und nicht unbedingt immer zuverlässig. Über VPN-Verbindung ist manchmal abgebrochen, ich habe mich durchnavigiert, habe Dokumente reingezogen, es dauerte relativ lange alles und dementsprechend kann ich über den Weg wirklich sehr, sehr komfortabel meine Daten reinziehen. Wenn ich irgendwie zu einem bestimmten Projekt gerade neue Unterlagen ablegen möchte, ziehe ich die einfach wieder in Drop rein. Wenn ich E-Mails in meinem Outlook habe oder Anlagedateien, ziehe ich die von meinem Outlook gleich da rein. Das heißt, ich kann wirklich sehr, sehr einfach über diese kleine Funktion viel Nutzen mitbringen und auch den Mitarbeitern eine höhere Akzeptanz beibringen. Denn bisher war es ja immer so, dass die Mitarbeiter das von anderen Systemen gegebenenfalls kennen. Was ich von vorhin sagte, Google Mail beispielsweise. Im Google Mail habe ich die Möglichkeit, ich ziehe es per Drag and Drop rein. Im SkyDrive Online kann ich es auch per Drag and Drop reinziehen. Aber im SharePoint nicht. Und das war immer das, worum die Mitarbeiter gesagt haben, warum geht sowas nicht dort im System? Aber intuitiv wäre, das Dokument, was hier liegt auf dem Desktop, möchte ich da haben. Also nehme ich es und lass es los. Und genau das ist sozusagen eine Funktion, die das Ganze sehr, sehr erleichtert. So eine Frage dazu. Ja. Der umgekehrte Weg, das Runterladen von mehreren Dokumenten, daran bin ich letztens grandios gescheitert. Ich habe es bei 2013 ja nicht auf die Reihe gekriegt, einen Ordner mit Inhalt runterzuladen. Ich bilde mir ein, 2010er wäre das noch über das Hirn gegangen, dass man gesagt hat, Ordner runterladen und dann hat er einen kompletten Ordner runtergezogen. Nee, also über Ordner runterladen, also per Zusatz zu geht es, ja, aber normalerweise geht es nicht. Dort hatte ich immer die Möglichkeit, im Explorer zu öffnen. Sich jetzt genau, im Explorer zu öffnen. Die habe ich auch nicht mehr gefunden. Genau, und ich weiß gar nicht, wie wir denn da, guter Punkt, wie wir jetzt an der Stelle die Daten rausbekommen. Müssen wir jetzt. Also ich habe die Datei nach aller Einzelnen runtergeladen. Das war ein bisschen, ja. Die ist verständlich. Ja, entweder einzeln, die Kopie runterladen oder. Dass man sich gleich das Netzwerk einspannt für diesen Zweck. Einfach mal größere Daten, die jetzt einfach runterzahlen. Aber es geht tatsächlich nicht. Also ich bin nicht zu doof, ich habe es irgendwann aufgegeben und leider weggefallen. Aber sowas. Okay, das ist. Mehrere Dateien aus dem Auto runter, dann kommt auch so selten vor. Das ist natürlich sehr kritisch. Man soll die Daten nicht runternehmen, sondern sollen ja immer an einer Stelle bleiben. Nein, ja, aber das ist ja das. Okay, aber das würde mich echt mal. Also schaue ich mal gerne nochmal nach, weil das würde mich auch mal interessieren. Das kann ja immer wieder vorkommen. Ich weiß nicht, wie sieht das technisch aus bei Ihnen pausemäßig?